So, jetzt müsste es laufen. Wir können ja hier immer nur wieder dieselben Erkenntnisse wiederholen. Und ich sage auch hier wieder vorneweg, ich erkläre es nur dem, der sich jetzt dieses Video ausdenkt und der mich jetzt sprechen hört. Du bist der Einzige, der das jetzt erlebt. Das ist also der Grundausgang des Denkens, setzen wir jetzt ganz bewusst einmal, ich träume. Bevor man das nicht akzeptiert, kommt man in der geistigen Entwicklung nicht weiter. Und es entlarvt alles, was deine Menschheit dir demonstriert, wohlgemerkt die Menschheit, die du träumst, die du dir ausdenkst, zu einer ganz großen Narretei. Es geht hier darum, was hundertprozentig sicher ist. Und ich kann immer wieder sagen, es gibt bloß eine einzige Lehre in deiner Welt, die hundertprozentig sicher ist, das ist Holofeeling. Weil Holofeeling in keinster Weise im Widerspruch steht zu irgendeiner Lehre, die sonst in dir als Information auftauchen kann. Alle diese Lehren, ob das religiöse Lehren sind, naturwissenschaftliche, politische Lehren und Thesen, sind arithmetisch gesehen Einzelteile von Holofeeling. Holofeeling ist es summa summarum jegliche Art von Wissen. Und zwar in einer arithmetischen Präzision. Das kennt deine Welt nicht, die Welt, die du dir ausdenkst. Das ist auch ganz einfach. Die Welt, die du dir ausdenkst, kann nicht anders sein, wie du sie dir ausdenkst. Und das ist jetzt die erste Kernerkenntnis, die nötig ist für dich Geist, dass Welt von dir erschaffen wird. Was ist Welt jetzt? Welt ist schlichtweg und einfach ein Gedanke, den du jetzt denkst, das Wort Welt. Das ist hundertprozentig sicher. Und das Schlimme dabei, du meinst, du hast mit dem, was du dir ausdenkst, nichts zu tun. Das muss man zuerst einmal in sich setzen lassen. Das ist ein Bewusstwerdungsprozess, der jegliche Form von, und ich wiederhole das immer und immer wieder, jegliche Form von dir jetzt ausgedachter religiöser Glaubenswahnvorstellung, esoterischer Glaubenswahnvorstellung und vollkommen geistlos nachgeäffter naturwissenschaftlicher Glaubenswahnvorstellung um geistige Welten überrockt. Der Einzige, der das verstehen kann, bist du. Ich bringe es auf den Punkt, dass ich sage, einen Traum erlebt nur der Geist, der träumt, niemals eine Figur, die im Traum in Erscheinung tritt. Wie du jetzt auf diese Worte reagierst, wird maßgeblich dafür verantwortlich sein, wie dein jetzt ausgedachtes Leben weiter verläuft. Es ist ein Scheideweg, das klassische zwischen Sein oder Nichtsein. Wobei du solltest dich für das, wenn wir das Sein, haben wir schon wieder zwei Seiten, reden wir beim Sein von Bewusstsein, rot gelesen, etwas, was nicht existieren kann, oder reden wir von etwas Existierendem? Alles Existierende ist vergänglich. Wir haben in dem Existieren schon die Tiere mit drin stecken, die Enosh, die Medim auf Hebräisch, die Leute, die Menschen, die Toten, lass die Toten ihre Toten begraben. Es ist so schwer zu verstehen, dass es ein absoluter, unmöglicher Akt ist, irgendetwas Existierendes, Existere aus dir selbst heraustretendes, weil du dir das ausdenkst, um dich rum in Raum und Zeit verstreust, zum Beispiel deine Menschheit. Was ist Menschheit jetzt? Es ist erst einmal ein Geräusch aus einem Lautsprecher, wenn du sehr präzise bist. Bei Holofeeling ist die erste Grundvoraussetzung nicht irgendein blind nachgeäffter Glaube, ein verwirklichter Glaube durch Beschwören, sondern die Erkenntnis, was ist jetzt da? Und egal was da ist, es ist zuerst einmal deine Information, Information eine Form in dir, sonst würdest du es nicht wahrnehmen. In dem Augenblick existiert nicht einmal der Kopf deines Körpers, weil all die Sachen beginnen erst zu existieren, wenn du sie denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Das jetzt ist ein Gespräch von Geist zu Geist. Und schon die Worte Geist wiederum, was lösen die in dir für eine Vorstellung aus? Geist ist etwas, was du dir nicht vorstellen kannst, sondern der Geist ist dieser Punkt, aus dem die Vorstellungen herausspringen und sich dennoch in diesem Geist befinden. Das heißt, wir brauchen zuerst einmal einen nicht denkbaren Bund
aus dem, was in dich hineinspringt, in ein Innerhalb, was du dir dann auch außerhalb ausdenken kannst und um dich herum verstreuen kannst. Aber egal, wo du dir was hindenkst, es ist trotzdem in dir. Und das, was jetzt für normale Logik so wirklich, das immer wieder wiederholt, sofort von Gedanke zu Gedanke, von Augenblick zu Augenblick, sofort nachvollziehbar. Das ist hundertprozentig sicher. Das Geheimnis liegt immer in der Sprache. Und wenn du jetzt die großen Philosophien, der ganze Aufbau der Philosophie der Welt, reduziert sich bei dir auf deinen Intellekt. Das heißt, du kannst jetzt den Trick nehmen. Früher habe ich gesagt, du gehst an der Bücherregal und holst ein Buch raus. Jetzt ist natürlich durch diese Weiterentwicklung in dieser Endzeit, setzt du dich einfach an deinen Computer, an deinen Rechnungsführer und gehst ins Internet. Aber immer daran denken, du träumst jetzt. Das heißt, wenn du träumst, kommt jede Internetseite, die auf dem Bildschirm, auf dem Monitor, der in einer gewissen Entfernung vor dir zu stehen scheint, der aber deine sinnlich wahrgenommene Information ist. Sonst würdest du ihn ja nicht sehen. Aus dir selbst. Creatio ex nihilo. Und wir schauen uns jetzt da mal einige Sachen an. Im Widerspruch dazu übertrage ich einmal den Bildschirm. Wir haben in den letzten Selbstgesprächen, bin ich darauf eingegangen, auf den Schopenhauer. Ganz gezielt die Sachen von Kirchhoff. Ja. Auch das, was jetzt auftaucht, sind Pixelmännchen. Dann ist hier angesprochen worden, dieses Ding hier, die erste deutsche Übersetzung von den Upanishaden. Weil ich die glaube, immer wieder an dieses UB-Denken. Die Lehre von Brahm. Erste Übersetzung. Das sind keine Zufälle. Ich will nur darauf hinweisen, es gibt prinzipiell keine Zufälle in der Welt. Aber das muss dich nicht interessieren. Was hier klar sein sollte, ist erst einmal, was bin ich selbst? Und ich würde jetzt gerne mal hier unseren Schopenhauer genauer anschauen. Wir bleiben einfach, was hier auftaucht bei Wikipedia, und zwar interessieren uns jetzt da nicht die Leben, sondern die Philosophie selbst. Und jetzt kommt es, wo ich nicht bin, du im allerersten Band dieser Filmbände schon darauf hinweise, dass von dir ausgedachte, in dir auftauchende, von dir erschaffene Philosophen immer abhängig sind von dem Intellekt, den du zum Denken benutzt, den du natürlich unendlich aufblähen kannst, wenn du jetzt weißt, dass wir in unserer transversalen Hierarchie ja die Möglichkeit haben, über das Internet deinen Denkmodus extrem zu erweitern, indem du einfach immer wieder neue Daten aus dem Internet, sprich aus dir selbst herausholst, die dich bisher nicht interessiert haben. Ich will aber jetzt einmal anfangen hier mit diesem Video. Das ist sehr interessant. Wir starten dann einmal bei 1186 ein. Da musst du genau zuhören. Das lasse ich ganz vorne mal den Anfang laufen. Das sind jetzt hier drei Figuren, wo du viele Videos abrufen kannst. Du wirst jetzt feststellen, dass die sich prinzipiell sehr unterscheiden, vor allem der hier, der Roland Robers, 270 lesen, glitscht hier wenn raus im Vergleich zu den anderen drei. Das ist immer, du siehst Worte und dann kriegst du gewisse Vorstellungen. Ich lasse es ganz kurz, hör einfach ganz kurz zu. Wir eigentlich gewöhnt sind zu glauben, dass wir ein völlig vernünftiges und rationales Verhältnis zur Welt haben und zur Natur. Das ist ja das die Grundlage für jedes technische auch Eingreifen und für jede Wissenschaft. Also wird erstmal definiert, was ist eigentlich Natur? Und was wollen wir damit machen?
Und es sieht ja alles sehr, sehr vernünftig und normal aus. Und es gibt einen Fortschritt und es gibt eine Naturbeherrschung. Und uns geht es gut und wir haben den Wohlstand geschaffen und die beste aller Zivilisationen hervorgebracht. Das ist so der Hintergrund dessen, was so generell geglaubt wird. Und damit hapert es aber, weil wir plötzlich ja wissen und sehen, diese Welt und diese Natur reagiert auf irgendetwas, macht Katastrophen auf einmal. Das ist alles, was du irgendwann einmal merken, mit deiner gewohnten Logik ist alles raumzeitliches Geschwätz. Was ist wir? Was ist Natur? Reduziere dich zuerst einmal herunter, dass du akzeptierst, ich bin ein träumender Geist. Dann sind es Informationen von mir, die nur existieren, wenn sie von mir geträumt werden. Das sind diese extreme Vereinfachung von Holofeeling, die ersten Sätze, wenn man das jetzt über jetzt bewusst ausgedacht, eine Zeitspanne von Jahren, Jahrzehnten, immer wieder wiederholt, wird irgendwann einmal am Ende eine große Erkenntnis, ein großes Heureka kommen. Man wird erkennen, dass nur das existiert, was jetzt da ist. Vergangenheit existiert auch jetzt, wenn ich jetzt an eine Vergangenheit denke, und Zukunft existiert auch jetzt, wenn ich jetzt an der Zukunft denke. Und durch diese transversale Hierarchie, wo ich immer wieder sage, die ständig wechselnden Bilder auf dem Bildschirm, dann die Summe dieser Bilder, zuerst einmal zusammengefasst in einer Datei im Arbeitsspeicher, aus dem ich diese Bilder entfalte, auch die Töne jetzt. Und das im Arbeitsspeicher wiederum ist eine Facette von meiner Festplatte und die Filme, die ich auf der Festplatte habe, sind wiederum nur Facetten aus dem Internet. Das heißt, wenn ich nach unten gehe, kriege ich das Unendliche und oben ist ein kleiner Moment, der herausspritzt und ich kann das natürlich umdrehen, dass das, was oben ist, das Einzige, was existiert und umso mehr ich mich dem Unendlichen näher, nähere ich mich auch dem Nichts, weil das eine ist das andere bloß gespiegelt. Und jetzt muss man genau zuhören, 1181, 11 ist AI, ist nichts und ist der Schöpfergott und 86 ist UB. Und jetzt genau, wenn ich das loslaufen lasse, höre, weil das startet jetzt in einen Satz rein. Abmacht, was das Lebendige auszeichnet. Aber es was das Lebendige auszeichnet, nach außen zeichnet. Was zeichnet das Lebendige nach außen? Leben heißt eine auseinandergeschmissene, polare Existenz, zuerst einmal einfach gelesen mit der Vordersprache. Das heißt, es ist eine Gedankenwelle. Und jetzt hören wir mal den Kirchhofer wenn zu, der übrigens universell belesenes Wissen ist in Bezug auf Philosophie, kann nur empfehlen, diese Vorträge zu hören von ihm. Es ist aber immer angelesenes Wissen und das Wesentliche spricht er nicht an. Aber jetzt haben wir wieder die Schwierigkeit, dass ich auch darauf hinweise, bevor du nicht die Vordersprache verstehst, ist jedes Buch, jedes Video, jedes Musikstück, das du dir anhörst, vollkommen sinnlos. Weil du immer noch mit dem alten Schema Worte interpretierst und auslegst. Es ist ein privater Akt des Wachwerdens. Und die Worte schauen wir uns dann genauer an. Aber jetzt hören wir zuerst noch mal ein bisschen da noch rein. Für viele würde es vielleicht sagen, das ist ja eigentlich nicht schlecht. Das ist ja eigentlich was Gutes. Und da sind wir an einem gefährlichen Punkt. Da greift also diese abstrakt-technische Sphäre wie eine Theosphäre, quasi göttlich, in den Leib ein. Greift massiv ein. Und zwingt dich sozusagen dazu, ein Amalgam zu schaffen zwischen dir und diesem technischen Prinzip und dem Werkzeug, dem technischen Apparat. Es ist also hier die Theosphäre, Gott greift massiv ein in das Leben. Jetzt, die Schwierigkeit ist, was meint er mit Amalgam? Da gehe ich jetzt nicht, weil sonst würde ich zu arg ausufern müssen. Wenn wir uns weiter genauer anschauen, das passiert jetzt zur Zeit. Das heißt, es ist ein großer Scheideweg. Du musst dich jetzt entscheiden, was du sein willst. Willst du weiterhin ein sterbliches Säugetier sein, das geistlos irgendwelche Theorien von anderen nachäfft? Von den vielen Möglichkeiten, wenn ich sage, wenn du ins Internet gehst, wo ständig was bewiesen wird, jeder beweist dir irgendwas, mit was wird etwas bewiesen? Und das ist jetzt sehr wichtig, dass du das ganz tief in dich einbrennst, dass dir das jeden Moment bewusst ist. Ich drücke es einmal ganz einfach aus. Du schaust in dich rein, was du glaubst.
wo du dich hundertprozentig sicher wähnst, in dem Wort wähnen ist der Wahn mit drin, dass das richtig ist, dass das stimmt. Ich sage, jeder Glaube, der im Widerspruch zu einem anderen Glauben steht, ist zwangsläufig unvollkommen. Ulu Feeling ist nicht unvollkommen. Ich sage dir, du wirst von mir nie hören, dass irgendetwas nicht stimmt. Es ist bloß sehr einseitig und unvollkommen fehlerhaft ausgelegt. Aber dich sollte das heilige Ganze interessieren, dass du irgendwann einmal erkennen wirst, dass du das selbst bist, der Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Und wenn hier irgendwelche Menschen irgendwas beweisen, die in dir auftauchen, die können nicht anders, es sind Figuren, die von dir geträumt werden. Alles, was du träumst, ist ein Dasein müssen. Alles, was du denkst, ist ein Dasein müssen. Ich unterhalte mich jetzt mit einem Geist und du musst erst wissen, was du bist. Darum beginnt Holofeeling damit, dass ich sage, ich erkläre dir zuerst, was du bist. Und dann erkläre ich dir ganz, ganz extrem vereinfacht, wie du funktionierst. Und das findest du in allen großen Denkern deiner Menschheitsgeschichte, die aber nur Märchenfiguren sind, die in dir zu existieren beginnen in dem Augenblick, wo du anfängst, dir diese Denker auszudenken. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Otto Schopenhauer nehmen, das sind jetzt jeder für sich, Bergele, muss man sich reinlesen, anders kannst du dir die ja gar nicht klar machen. Das heißt, du musst jetzt irgendeine Datei, ein Buch, hat man das früher genannt, eine Internetseite, irgendeinen anderen Menschen, der davon erzählt, irgendwas muss in dir auftauchen, das dich darauf hinweist, dass es angeblich einmal einen Georg Bergele gegeben hat. Das ist der Typ, der sagt, macht ein Baum in einem Wald, wenn er umfällt, ein Geräusch, auch dann, wenn niemand da ist und zuhört. Man muss einen Schritt weitergehen. Gibt es überhaupt einen Baum, wenn keiner da ist, der sich einen Baum ausdenkt? Genau. Existiert über das, was du jetzt denkst, existiert da außen überhaupt etwas? Kannst du das überprüfen? Kann man überprüfen, ob die Welt eine Kugel ist, die sich um die Sonne herumdreht? Kann man das entdecken? Und das ist jetzt der Kern von Holofeeling, dass ich dir mit einer Leichtigkeit zeige, wenn ich immer wieder sage, dass all das, was du als hundertprozentig sicher ansiehst, weil es dir logisch erscheint, wir müssen es irgendwann nochmal rationalisieren, das heißt runterbrechen auf die große Erkenntnis, mein Mechanismus ist nichts anderes wie geistlos nachgeäfftes Wissen, das ich in meinem Kopf verwirkliche, in Form von Einzelbildern. Die große Computermetapher. Du kannst nur das denken, was dein Intellekt zum Denken hergibt. Der träumende Geist wird das träumen, was er träumen muss. Der träumende Geist, den wir uns jetzt ausdenken, ist nämlich auch bloß ein Gedanke. So wie ein Computer. Und der wird nur die Bilder auf dem Bildschirm aufbauen, anhand der Daten und Programme, die er zum Denken benutzt. Ja. Holofeeling benutzt alle Daten und alle Programme, die denkmöglich sind zum Denken und weit darüber hinaus. Aber wir schauen jetzt nochmal, das klingt so kompliziert, aber ich kann irgendwann nochmal mit dem seichten Zeug kommen wir nicht weiter. Das haben wir jetzt tausendfach wiederholt. Gibt es auch nicht zu diskutieren. Darum sage ich, mache alle 2 Minuten Cut und sage, was ist jetzt da? Und dann wirst du zuerst einmal akzeptieren müssen, dass für dich immer nur das existiert, was jetzt Information ist. Und diese Information ändert sich von Augenblick zu Augenblick. Dann wirst du auch erkennen können, wenn du das beobachtest, und das ist jetzt etwas, was Schopenhauer vorschlägt, aber mit einem großen Fehler, sind die Kleinigkeiten. Ich weise immer wieder darauf hin, wenn du eine Internetadresse eingibst und du magst statt .org hier oben, .org, wirst du die Adresse nicht aufrufen können. Es darf kein Joder, kein kleinstes Zeichen verloren gehen. Du musst mit jeglicher Art von Wissenselementen, die in dir auftauchen, arbeiten. Das klingt so unendlich kompliziert, aber die Schönheit ist, dass wir alles, was sich widerspricht, eine vollkommen neue Qualität ergibt. Das heißt, umso komplizierter du dir was denkst, ist im selben Moment eine extrem einfache Erklärung da. Mein wunderschönes Beispiel, wo ich immer wieder bringe, zeichne ein Quadrat mit 3 Strichen. Jede normal materialistische Logik, jetzt natürlich in der deutschen Sprache gesprochen, wir vereinfachen das einmal, wird, wenn du das probierst bei deinen Mitmenschen, über die große Masse sagen, es geht nicht. Und die Lösung ist unendlich einfach. Und ich erkläre seit über einem viertelten Jahrhundert deine ganzen persönlichen Probleme. Und damit zwangsläufig die Probleme der kompletten Menschheit, die du dir ausdenkst, lassen sich genauso leicht lösen wie das große Rätsel, kann man ein Quadrat mit 3 Strichen zeichnen.
Und wenn du die Lösung siehst, zaubert sie dir ein Lächeln ins Gesicht. Jetzt muss ich natürlich zuerst einmal wissen, was ist ein Problem? Das lateinische Wort Problema heißt einfach das Vorgelegte. Nennen wir es das Selbstausgedachte. Du wirst feststellen, ein Problem löst sich von selbst schon in dem Moment, wo du es nicht mehr denkst. Ja. Dann ist es weg. Und da die Menschheit, die du dir ausdenkst, auch nur existiert, wenn du an die Menschheit denkst, hier und jetzt in deinem Kopf hat es eine Vorstellung. Achte auf die deutschen Worte. Lassen sich die Probleme deiner Menschheit, die ja zwangsläufig von dir definiert werden. Du definierst, du musst jetzt erst einmal die Menschheit ausdenken und dann kannst du dir denken, die Menschheit, die ich mir jetzt denke, hat die und die Probleme. Aber weder das eine noch das andere, weder die Menschheit und ihre Probleme existieren, wenn du sie nicht denkst. Ja. Und jetzt wird irgendwas in dir drin sein, ja, so einfach kann man sich ja nicht machen. Was erzählt ihr für einen Blödsinn? Und ich sage jetzt, es wird für dich immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Wer bestimmt eigentlich, dass man sich nicht so einfach machen kann? Ein geistloser Mechanismus, der das nicht wahrhaben will, was hundertprozentig sicher ist. Es ist nicht hundertprozentig sicher, dass du von deiner Mutter geboren wurdest. Es ist logisch, aber nicht besonders geistreich. Habe ich nicht gesagt, ich erkläre es dem Geist, der sich die Welt und sich selbst ausdenkt und nicht irgendeinen Gedanken von dir. Egal, was in dir in Erscheinung tritt, was du zu sehen bekommst, sind ständig wechselnde Informationen. Und ich sage dir jetzt, du kannst einer vergänglichen Erscheinung nicht erklären, was Ewigkeit bedeutet. Du wirst es niemals einem jetzt ausgedachten Menschen, einen Affen, einen Gehirn erklären können. Geist kann nur von Geist verstanden werden. Das ist die erste Prämisse. Und ich, J-C-H-U-B, bin Geist und du bist Geist von meinem Geist, sonst würdest du mich jetzt nicht sprechen hören. Ein intimer Akt, ein absolutes, privates Erlebnis. So, das muss dir mal gesagt werden. Und jetzt gehen wir da mal ein bisschen rein. Bergelei, Schopenhauer, Realismus. Das heißt, er argumentierte bezüglich der Existenz einer Außenwelt. Immer dran denken, mit Holofeeling war das sofort ganz interessant. Für eine, die neu einsteigen. Hier haben wir schon mal AU und dieses S ist ein griechisches Beta. Steht nirgends. Wo steht es, sagen die Leute? Ganz einfach hier. Wenn wir das jetzt, wenn wir das griechische Beta machen, da hast du es. Und jetzt ist es ja so, dass wir ja wissen, und jetzt kommt das Geheimnis der Vordersprache, AUB, da machen wir jetzt mal ein Beta draus, ist die Beschwörungskunst. Der Zauber, AUB. Und zwar speziell die Beschwörungskunst von toten Geistern. Alles, was du beschwörst, kannst du auch verwirklichen. Es ist die Welt, die du in dir selbst erschaffst. Jetzt ist die Frage auf Sachen, die du geistlos nachäffst. Es ist mir ein leichtes, dir zu beweisen, dass 99% von den Sachen, ich wiederhole, die du als hundertprozentig sicher bewiesen ansiehst, du die zwangsläufig beschwörst, dass das Meineide sind. Alles, was du glaubst über Corona, über Bazillen, über Viren, über volle Krankenhäuser, über leere Krankenhäuser, das eine wie das andere, hast du es überprüft? Kannst du es beschwören? Beschwören heißt, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Hier, deine Augen sehen sowieso nichts. Es war eine von mir sinnlich wahrgenommene Information. Schon wieder das nächste Problem. Es war in der Vergangenheit überhaupt nichts. Was auftaucht, taucht immer hier und jetzt in dir auf. Du musst dazu zuerst einmal das ewige Hier und Jetzt verstanden haben. Jeder Moment, der in dir auftaucht, ist jetzt. Der taucht jetzt auf. Gleichgültig, ob das eine bewusst von dir gedachter Gedanke ist oder ob es eine sinnlich wahrgenommene Information ist, wo natürlich jetzt im Hintergrund noch ganz massiv dieser Fehlglaube, der Bruch des zweiten Gebotes herrscht, dass du meinst, dass irgendwelche Licht- oder Schallwellen von außen in dich über die Sinnesorgane eindringen und deshalb hast du diese Information. Das ist der größte Trugschluss, den es überhaupt gibt. Ist übrigens schon vom Tisch, wenn du jetzt weißt, ich bin ein träumender Geist. Symbolisch gesetzt, der bist du auch nicht. Du bist genauso wenig ein träumender Geist, wie du ein sterbliches Säugetier bist. Das sind alles Gedanken von dir. Du bist der Geist, der sich das ausdenkt. Und der bist du auch nicht, weil der in dem Moment auch wieder was Ausgedachtes ist. Du wirst jetzt merken, da kommt ein Bereich, das nennt man das Jenseits in der Religion, jenseits der existierenden Dinge. Sein bedeutet ewig sein. So einfach ist es.
Und es ist, geht hier nicht, dass man irgendwas glauben müsste. Darum betone ich das immer wieder, ob du Religion nimmst, ob du Esoterik nimmst, das ist geistlos nachgeäfftes Wissen, ob das du an aufgestiegene Meister denkst, ob du an Galaxien denkst, an Atome, an Protone oder irgendwelche Heilige in der Vergangenheit. Das sind einfach nur Gedanken, die du jetzt denkst. Also wir machen doch mal weiter, diese Außenwelt, die Welt, wissen wir, doppelt aufgespanntes Brandopfer, der polare Rand ist die Welt einer Gedankenwelt. Bezüglich, er argumentierte bezüglich der Existenz einer Außenwelt sowohl gegen den Dogmatismus, da geht es natürlich schon los, was ist ein Dogma? Es ist eine zwanghafte Lehre. Das Wort alleine, jedes Wort müssen wir uns genauer anschauen. Haben wir jetzt die Zeit nicht, der seiner Darstellung, das heißt eine generierte Stellung, ich setze dich in Bewegung, nach in Realismus und Idealismus zerfallen. Das sind die ersten zwei, das ist wie Wellenberg und Wellendahl. Beides ist übrigens fehlerhaft. Realismus, mal ganz einfach, jetzt in deiner Logik ist die Welt da außen, die auch ohne dich existiert. Der Idealismus ist der träumende Geist, der sagt, die Welt existiert nur in mir. Es ist nur eine Gedankenwelt, es sind Ideen. Das sind übrigens zwei ausgedachte Sachen. Uns interessiert jetzt das, was man nicht mehr denken kann. Wir fangen an, uns für uns selbst rot gelesen zu interessieren. Das zerfällt wieder in zwei Hälften. Ich mache einfach mal unten wieder meinen Finger, den ich aufspanne. Und immer die Frage, stimmt jetzt der Wellenberg oder stimmt das Wellendahl? Dieser Ansatz alleine zeigt schon die vollkommene Geistlosigkeit des Menschen, den du dir jetzt ausdenkst, der einfach nur ein Gedanke ist. Den nennen wir jetzt schlichtweg einmal Schopenhauer. Als auch gegen skeptizistische Argumente, da sich die Welt dem Subjekt gegenüber ohne nur als Vorstellung zeige. Jetzt ist aber ein ausgedachtes Subjekt, wäre jetzt zum Beispiel ein ausgedachter Denker, und dieser Denker stellt etwas vor sich hin, er denkt sich etwas aus. Und man geht jetzt davon aus, dass der Denker, den wir uns ausdenken, seine Vorstellungen erlebt. Der träumende Geist, den wir uns jetzt ausdenken, dass der seinen Traum erlebt. Ich sage, was Ausgedachtes erlebt nichts. Es sind Symbole. Da steht immer noch einer weiter davor, nämlich der, der sich jetzt einen träumenden Geist mit seinem Traum oder ein Subjekt mit seinen Vorstellungen ausdenkt. Es ist überhaupt nicht kompliziert. Das wirst du nur akzeptieren, wenn du Geist bist. Das ist in jedem Selbstgespräch, sage ich, du denkst dir jetzt, in dem jetzigen Fall denkst du dir, denk an den Beginn des Videos, einen Udo aus, einen Holger aus, einen Ritter aus und eventuell dich selbst aus, den, der jetzt vor dem Computer sitzt. Das sind aber ständig wechselnde Informationen, die an dem, der das erlebt, überhaupt nichts verändern. Der, der das erlebt, ist jetzt übrigens auch wieder bloß ein Gedanke. Der es erlebt, ist etwas nicht Denkbares. Tatvam Asi, das bist du. Vorhergehende Selbstgespräche anhören. Die jedoch nichts als Imaginationen sind. Da haben wir schon Jung, das Meer. Nationen sind geboten, zu verstehen sein und die Wahrnehmung unsere einzige Zugang zur objektiven Welt darstelle. Und jetzt ist es, dass wir hier durchgehen, Schopenhauer, ich springe jetzt nur ein bisschen rein, widerspricht der Überzeugung Kants, dass das Ding an sich jenseits aller Erfahrung liege und deshalb nicht erkannt werden kann. Da hat er übrigens recht. Es kann erkannt werden, aber nicht in Form von Existenz. Ja. Kann ich etwas erkennen, was nicht existiert? Das ist ein Bereich, wo er aber dann total falsch auslegt, und das möchte ich jetzt etwas genauer darauf eingehen. Kann etwas erkannt werden, was nicht existiert? Das ist dieses Ding an sich bei Kant, die Grundlage aller Sachen, das jenseits aller Erfahrung liege und deshalb nicht erkannt werden könne. Selbstverständlich kannst, ich sage, du kannst nur dann etwas überprüfen, wenn es existiert. Über, da haben wir schon das Überlegen, überprüfen. Es muss existieren, weil wenn nichts da ist, was existiert, kann ich es auch nicht überprüfen. Ich kann aber etwas erkennen, was jenseits der Existenz liegt. Es kann gewusst werden, so nenne ich das. Mein einfaches Beispiel dazu ist, wenn ich dich jetzt sage, an was denkst du, wenn du an nichts denkst? Dann denkst du an das Wort nichts. Aber dieses Wort nichts ist ja nicht nichts. Das ist ein Gedanke, der Gedanke an das Wort nichts. Ich kann wissen, was das Wort nichts bedeutet.
Und dann bin ich in einem Bereich, dass ich etwas erkenne, was als Ding an sich gar nicht existieren kann. Übrigens auch alles kann nicht existieren. Das Wort alles kann existieren. Ich kann aber wissen, was alles ist. Eine unendliche, Betonung liegt auf unendliche Menge, die genau genommen nichts ist. Nichts und alles ist dasselbe. Allah, das sind diese zwei Silben im Hebräischen. All, eine Implosion, eine Explosion, bis ins Extrem gedacht, was letztendlich nur die zwei Seiten ein und desselben Ding an sich sind. Und dieses Ding an sich ist Geist, ist Gott, die Quelle eines Seins, die E-Quadrat-Erfahrung. Kants Ding an sich war für ihn zwar unerkennbar, wir sehen immer nur das, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Da müssen wir jetzt dann schon mal die 2 in N in dem Sinn anschauen, das ist nämlich ganz wichtig. Die Raumzeit, 60 blau ist innen. Die komplette raumzeitliche Denken, unsere 60 blau gelesen, ist innen. Und du siehst immer nur das im Meer. Nur heißt flackernd auf Hebräisch. Du siehst immer nur ein flackerndes Licht, das wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können. Jedoch nicht unerfahrbar durch eine Selbstbeobachtung unserer Person. Und das ist das große Problem. Wenn du deine Person beobachtest, das bringt dich überhaupt nicht weiter. Du musst einen Schritt weiter gehen. Du musst den Menschen, sprich das Programm beobachten, das dich zwanghaft an diese eine Person denken lässt, wenn du jetzt an deinen Körper denkst. Die Selbstbeobachtung der Person würde ja erfordern, dass du immer nur an deinen Körper denkst, weil Person ist nur ein anderes Wort. Persona, die Maske, die du trägst, ist nur dein Körper. Die Selbstbeobachtung muss sich beziehen auf den Intellekt, den du zum Denken benutzt. Ein riesengroßer Unterschied. Das ist, wenn ich immer wieder sage, mach dir jeden Moment bewusst, welche Information liegt jetzt in dir vor. Cut. Schau einfach. Jetzt trennen wir das in 2 Hälften. Mach dir bewusst, ist es ganz bewusst ein Gedanke, den du jetzt denkst, wieso auch immer? Oder ist es eine sinnlich wahrgenommene Information? Jetzt zum Beispiel in diesem Moment hast du einen Monitor vor dir. Ist eine sinnlich wahrgenommene Information. Auf dem Monitor sind Worte. Ist eine sinnlich wahrgenommene Information. Du wirst jetzt, wenn du die Worte anschaust, kann auch eine Zeitung sein, sobald du Worte anschaust, wirst du diese Worte werden in dir, und du hast keinen Einfluss drauf, das musst du beobachten, wirst du Vorstellungen aufbauen, wenn du eine Zeitung liest. Das sind ständig wechselnde Informationen. Die denkst du dir jetzt aus, zwanghaft, die verstreust du gedanklich um dich herum, in Raum und Zeit. Und du lebst bis dadurch in dem Wahn, dass du glaubst, du hast mit den Sachen, die du dir jetzt ausdenkst, nicht das Geringste zu tun. Wohlgemerkt, aufgrund von Worten, die du ausdenkst. Im Anfang war das Wort, alles was geworden ist, ist Wort. Das geht weit über das reine Selbstbeobachtung unserer Person, unseres Körpers hinaus. Ich sage jetzt, der nächste Sprung ist, dass du erkennst, und jetzt mache ich die andere Seite, weil das eine einseitige Aussage ist. Bei Holophilien gibt es keine einseitigen Aussagen. Wenn ich jetzt weiß, dass ich ein träumender Geist bin, sind meine Gedanken, meine Informationen sind Facetten meines Körpers. Das ist, in den letzten Selbstgesprächen habe ich ganz klar gesagt, wenn du jetzt mit deinem jetzigen Intellekt an deinen Körper denkst, denkst du an einen ganz bestimmten Körper, den Körper, den du jetzt sinnlich wahrnimmst. Da kannst du relativ wenig davon durch deine Augen sehen, aber du weißt jetzt, in meinem Brustkorb ist ein Herz drin, da ist Blut drin, und jetzt kommt das ganze medizinische Wissen, das du aus Elternhaus und Schule kennst, kommt dann in dir hoch als Bilder, als Vorstellungen. Hätte man dir was anderes erzählt, würdest du, wenn du ein Computer bist, komplett andere Bilder aufbauen. Im Anfang ist das Programm. Bin ich reichlich drauf eingegangen. Können wir uns dessen gewiss werden, was wir letzten Endes sind? Aber nicht durch die Selbstbeobachtung der Person, sondern durch die Beobachtung des Intellekts, des Geistes, den ich zum Denken benutze. Wir erfahren in uns den Willen. Das ist ja die, was ist Wille? Und jetzt alleine dieses Wort müssten wir jetzt eine Woche uns beschäftigen. Wir machen ganz einfach Wille und Wollen. Setzen wir mal hier den Willen. Das ist immer so der kleine Tipp, uns zu nähern. Wille bereitgestellt, um Gottes Willen, um Himmels Willen, deinetwillen, der Wille um.
Bewusstes auf das Erreichen eines bestimmten Ziels gerichtetes Streben. Etwas wollen, feste Absicht, das im Wollen liegende Streben und so weiter. Ein bewusstes, wenn ich schon nicht weiß, was Bewusstsein ist, erreichen. Auf ist AUB, der Schöpfer-UB, ist IR-Quadrat, das ist der Kopf des Schöpfergottes und Ken heißt die Gnade. Das Erreichen eines bestimmten Ziels, das Ziel ist das ewige Hier und Jetzt, das ist das absolute Zentrum dieses Nichts, aus dem alles entspringt. Das sollte dein Wollen sein. Und du wirst jetzt merken, das Wollen, wir können das natürlich dann blau lesen, da können wir jetzt reinfahren, wesentlich aussagekräftiger wird das Ganze, wenn wir uns das einmal im Hebräischen anschauen. Da gibt es nämlich zuerst einmal zwei, wir müssen dann nochmal zurück zu den Schopenhauer, da haben wir zuerst einmal Das muss es sein. Damals hast du mal den Willen. Willkür, Wohlgefallen, Wunsch, Wille, Gefallen. G, E-Quadrat und seine Fallen. Der gute Wille, der Wille. Das ist einmal das eine Wort für Wille. Und jetzt fächere ich das hier schon aus. Zuerst einmal so geschrieben ist es die rationale Geburt einer aufgespannten Existenz. Du wirst immer das zu sehen bekommen, was dein Programm dir vorschreibt. Jetzt wollen wir natürlich das Ares, die Erde. Ich fange mal den darüber. Wir wissen, das ist das erweckte Wissen. Er, hebräisch erweckt.de, Wissen 470. Das erweckte Wissen. Das ist das Licht. Der auseinandergeschmissen existierende Öffnung heißt Auf- und Abschwingen. Das sind die Transversalwellen. Bild, 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 Bild. Das steckt da, das ist reine Arithmetik. Da haben wir ja A, heißt auch, ich werde zu laufen beginnen. A, Vorsilbe Imperfekt, A, Ratz. Da heißt jetzt, der Kopf gebiert, wenn wir das rot lesen, der Kopf ist der Geburtsgeber. Und dann haben wir eine aufgespannte Existenz. Darum ist es eine rationale Geburt. Jetzt machen wir das blau. Die rationale Geburt einer aufgespannten Existenz. Das ist dein Wille, dein Wunsch, dein Gefallen. Es wird immer so sein, wie du dir das ausdenkst. Jetzt kannst du sagen, aber ich will ja gar nicht alles, was ich mir ausdenke. Das ist das Problem. Den Berg will ich haben, aber mit dem Tal will ich nichts zu tun haben. Die Gesundheit will ich haben, aber mit der Krankheit will ich nichts zu tun haben. Den Frieden will ich haben, aber mit dem Krieg will ich nichts zu tun haben. Einatmen will ich, aber ich will nicht ausatmen. Ich will essen, aber ich will nicht kacken. Bist du dabei? Verstehst du das Problem? Eine berechnete Geburt. Das, was du zu sehen bekommst, ist das, was du willst. Aber da die Sachen, die du willst, immer einseitig sind, bist du unvollkommen. Du hast dich entheiligt. Jetzt ist es hier, gegen den Willen, unbeabsichtigt, das sind jetzt die Originalwörter, hier im Hebräischen, wie man das schreibt. Dann haben wir einen freien Willen, dann eiserner Wille, die Willenskraft, die Zufriedenheit, da hast du überall das Wort Wille mit drin, zur günstigen Stunde, Shin-Ed, seinen Willen erfüllen, zufrieden sein, Menschenwille, Wisse des Menschen. Ich kann jetzt hier nicht jedes dieser Worte wie ein Kleinod plus. Dieses Wort alleine schon ist schon ein Kleinod. Da ist nämlich zuerst einmal unser RZ, ich zeige dir das einmal, immer in Zweiersilben zuerst einteilen. Und ich sage, du kannst den ganzen Schwall, kannst du hier weglassen, wenn du das Rot-Blaue weißt. Rot gelesen ist der Kopf des Geburtsgebers und blau ist der berechnete Geburt. So, das heißt zuerst einmal ein Bruchstück. B, im Bruch in den vier Weltgegenden schaust du ein kleines Stück an. Läufer ist übrigens sehr interessant. Da kannst du lesen, Licht auf und es wird etwas erweckt. Genau. Immer deutsch. Das Licht geht auf und es wird etwas bewegt. Du kannst natürlich auch La, ein auseinandergeschmissener UB, ein auseinandergeschmissenes Ufer. Genau. Jetzt ist es immer wieder unser Ufer. Mit einem Bein steht er im Meer und mit dem anderen Bein steht er auf dem Land, Sand, Rand.
Da hast du AND, AND, hin und her schwingen, hin und her schwingen, hin und her schwingen. Das ganze Spiel ist übrigens rot, der Kopf des Geburtsgebers. Das ist der Schöpferkopf. Und die zwei Nullen hin stehen immer für unendlich. Und unendlich viele Erscheinungen. Das heißt, es setzt sich etwas in Bewegung, Licht auf und du hast deine Existenz. Das sind Gedankenwellen. Das, was zu laufen anfängt in dir, sind deine Gedankenwellen. Das ist der Film. Aber in dem Film haben wir eine Transversale. Bild taucht auf, nächstes Bild, nächster Gedanke, nächste Information. Schau das kleine Bild an. Das sind immer die zwei Seiten, wobei wir dann die zwei Seiten zu vier Seiten machen müssen. Aber das wird jetzt zu weit führen. Bleib in diesen einfachen Sachen. Dieser kleine Läufer läuft und läuft. Wohin laufen Sie denn? Von wo nach wo läufst du eigentlich? Jetzt sage ich bitte, schließe die Augen und denk dir, du gehst jetzt auf die Arbeit, du läufst durch deine Wohnung. Mach es einfach an meinem Gedanken, was passiert dann in dir? Beobachte das, wenn du die Augen schließt. Du kannst jetzt im Gedanken, kannst du jetzt aus dem Zimmer rausgehen, du kannst dich ins Auto setzen, du kannst wohin fahren, du tauschst einfach nur Bilder in deinem Kopf auf. Jedes dieser Bilder, dieser Gedanken kommt aus dir und dann kommt das Nächste und das Nächste. Was passiert, wenn ein Film läuft? Wo läuft eigentlich der Film hin? Es sind ständig wechselnde Bilder auf dem Bildschirm. Deine sinnlich wahrgenommenen Informationen sind ständig wechselnde Bilder auf deiner Verarbeitung. Da außen ist nichts. Und all diese Bilder sind gleichzeitig im Arbeitsspeicher. Mein Bücherregalbeispiel. Solange du das nicht im Hintergrund hundertprozentig sicher installiert hast, wirst du leiden. Du wirst dich selber verarschen, du hast Angst, deinen Körper zu verlieren, obwohl es offensichtlich ist, dass der schon nicht existiert für einen bewussten Geist, wohlgemerkt, wenn ich nicht dran denke. Das Offensichtliche ist nämlich, das Wort offensichtlich ist interessant, es beginnt mit OFF. Off im Englischen heißt nichts, weg, aus. Weg. Das sind wieder die zwei Seiten. Ist jetzt ein Kreisen von zwei Facetten. Facette 1, hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel. Siehst du das ganzheitlich oder ist immer nur eine Hälfte, die auftaucht und die andere ist im Hintergrund? Ist es jetzt hell oder dunkel? Das eine gibt es nicht ohne das andere. Es gibt auch keine Gesundheit ohne Krankheit. Es gibt die Heiligkeit, das ist dann der Fall, wenn du weder an Gesundheit noch an Krankheit denkst, dann ist nämlich plus minus eins gemacht. Dann ist es auch, dass du nicht an hell und dunkel denkst. Dann kannst du ja eine Logik, weil jetzt wieder sagen, es ist ja auch dann hell, wenn ich nicht dran denke. Bin ich zigfach drauf eingegangen. Tausch das einfach und sag, es ist auch dunkel, wenn du nicht an dunkel denkst. Setz dich hin, mach die Augen zu und dann grübel über irgendwas nach. Da muss es ja finster sein, du hast ja die Augen zu. Finster ist es nur, wenn du an finster denkst. Es existiert prinzipiell, alles was existiert, existiert immer nur in dem Moment, wo du es denkst, wo eine Information in dir vorliegt. Das ist hundertprozentig sicher. Holofeeling zerstört komplett jegliche Form von religiösen, esoterischen und naturwissenschaftlichen Wissen, ohne das zu zerstören. Es sind ja wichtige Puzzlestücke vom Heiligen Ganzen. Dieser kleine Läufer läuft und läuft unbewusst in seinen kleinen Laufrad. Täglich tut es das mal mit dir. Seiner selbst ausgedachten Zukunft entgegen. Du wirst die nie erreichen. Und morgen um 10 Uhr gibt es kein Freibier. Du wirst nicht morgen sterben, nicht übermorgen und nicht in 10 Jahren und nicht in 50 Jahren. SDR-Ben. Kannst du nur hier und jetzt von Augenblick zu Augenblick. Wenn du weißt, jeder Gedanke von mir ist eine kleine winzige Facette meines göttlichen Körpers. Und ich schaue mir nur diese unendlich vielen Facetten an, aus denen ich selbst als bewusster Geist bestehe. Alle seine Sehnsüchte und Wünsche einzig auf seine Zukunft gerichtet. Dass es besser wird. Denn er glaubt, nur da vorne in dieser Zukunft könnten seine Wünsche in Erfüllung gehen. Die erweckte Füllung ist hier und jetzt, die verändert sich wie 200 Gramm rote Knete, sich ständig verändert, wenn ich die Form der 200 Gramm rote Knete verändere. Es verändert aber nichts an dem Geist, der das erlebt. Er läuft und läuft und bewegt sich dabei doch nicht. Von wo nach wohin läufst du denn? Es gibt nur hier und jetzt. Da kannst du 10-mal geistlos als Affe nachäffen. Wir haben nur ein ewiges Hier und Jetzt, aber vor 5000 Jahren haben die Mayas. Oder Hitler hat, oder Einstein hat das und das entdeckt. Oder Sokrates hat das und das gesagt. Ein geistloses Rezitieren von Worten, die in keinster Weise verstanden wurden. Das ist das, was ist.
geistreich gesehen, selbst nach Stunden, nach heißt bewegungslos, in Ruhe, nicht selbst vom Fleck. Du kommst aus diesem Eck unserer Spiegel-Tetraederstruktur überhaupt nicht raus. Du kannst ständig deine Blickwinkel verändern. Du kannst dich im Periphere, schau das kleine Bild an, du kannst deinen peripheren Mittelpunkt setzen und dann den wiederum drehen. Wir sagen jetzt einfach mal, das ist dein erwecktes Wissen, ist die Erdkugel. Du bist das Zentrum. Du schaust in deinem erweckten Wissen in eine gewisse Richtung. Dann setzt du einen Punkt auf der Sphäre, auf der Oberfläche. Das sagen wir jetzt einmal, ist da. Dann kannst du wieder einen gewissen Punkt setzen, wieder einen gewissen Punkt setzen. Das ist das Standwerferbeispiel. Das Ziel jedes Menschen, das heißt Anfang und Ende von all, von Gott, von nichts, ist Le'em, sind auseinandergeschmissene Gestaltwerdungen. Befindet sich über dem selbstverliebten Läufer. Du bist so unendlich verliebt in das, was du zu sein glaubst. Und machst dich dabei so unendlich tierisch klein und nichtig. In Wirklichkeit immer im Mittelpunkt, im Zentrum 1 mit Gott, der Laufachse, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Wir BL, wir im Zentrum, Wirbelsturm, im Zentrum dessen, was uns ganz wild und unüberlegt ausgedacht angeblich einhüllt, was dich einhüllt, sind deine Gedanken. Du bist das Zentrum deiner Gedanken, du bist das Zentrum deiner Informationen. Okay, das war jetzt einmal ganz, ganz kleine Erklärung für das Ratz. Und jetzt haben wir ja hier das On. Jetzt schauen wir uns das On noch an. Einfach wieder rot lesen. Verbunden sein. Essayin. Bewusstsein ist nicht existieren oder aufgespannt existierend. In der hebräischen Sprache ist dieses Un, blau gelesen, haben wir gerade, aufgespannte Existenz. Das sind die Schatten. Im Beispiel unseres Projektors, unseres Dia-Projektors, Dia, des Auseinandergeschmissenen. Bei jedem von dir Geist wahrgenommenen Moment handelt es sich de facto um die imaginären in göttliches Sein Formationen von dir selbst, Informationen deines eigenen Bewusstseins. Das heißt, das ist eine aufgespannte Gestaltwerdung, eine in dir selbst aufgespannte Existenz. Das ist eine aufgespannte Existenz. Wir können das aber auch rot lesen, dann ist es, das Ganze ist verbunden, im Meer verbunden mit dir selbst. Es gibt keine Gedanken ohne einen Denker. Es gibt keinen Traum ohne einen träumenden Geist. Es gibt keine Welt ohne Gott, ohne dem, der im Meer ist. Das hebräische Suffix, rot gelesen Sub, das ist der absolute Endpunkt, X ist Ich, ist ein sogenannter Diminutiv. Ein Diminutiv ist eine Verkleinerungsform. Haben wir wieder zwei Seiten. Als aufgespannte Existenz ist eine aufgespannte Existenz und damit auch eine Verkleinerungsform von UB86 Elayom. Das heißt, jede Welle, die in deinem Meer auftaucht, ist eine Verkleinerung des Meers. Zweiseitig. Wellenberg, Wellendoll. Ganz einfach gedacht. Gott selbst ist ebenfalls ein Diminutiv. Rot gelesen heißt nämlich geschlossenes Meer ist göttliches Sein. Und das ist verbunden in der Tiefe von Elayom. Das ist wichtig. In unserer Symbolik hier dieser transversalen Achse. Denn Gott verbundenes Sein, absolutes Verbundensein ist ein Nichtsein. Weil in dem Moment, wo ich einen Wellenberg und einen Wellendoll verbinde, lande ich in diesem absoluten Mittelpunkt. Das ist All. Das ist Gott, das ist verbundenes Wissen. Gott ist Geist, ist diese nicht existierende Energie oder geistiges Licht und damit absolute Verkleinerungsform aller sichtbaren Erscheinungen. Egal an was du denkst, wenn du die immer kleiner machst, werden sie zu nichts. Sie werden wieder zu dem, was sie sind. Das ist, jetzt habe ich nur ganz kurz die eine Form von Willen und jetzt haben wir aber nochmal einen Willen, der ist viel interessanter. Kleinen Moment. Was ist, warum sucht der so lang? Ihr seid noch dran, oder? Ja, wir sind da. Das ist jetzt auch der Wille,
Das ist lateinisch Numen. Und da haben wir jetzt das erste große Problem. Ich bin immer noch beim Schopenhauer. Ja. Wir haben nämlich im Lateinischen zwei Wörter für Wille. Das ist zum einen, das ist übrigens hier das Privat, wenn ich sage, es ist ein privater Akt. Mhm. Das heißt, das, was wir machen mit Holofeeling, ist was ganz, was ich nenne, das auch gern was Intimes. Es ist was Privates. Das heißt nämlich hier die Befreiung, das Befreitsein. Vor was eigentlich? Du musst dich befreien von all dem, was das offizielle Wissen ist. Das Wissen deiner Welt. Das abgesondert vom Staat. Du musst dich zu einem Einzelwesen machen und irgendwann einmal erkennen, den Staat, den du dir ausdenkst, das ist auch nur ein Gedanke, den du denkst. Du bist ein träumender Geist. Du stehst vor allem, was du dir denkst. Ich erkläre dir deine Göttlichkeit. Du bist ein Adam. Und zur Zeit glaubst du felsenfest, dass du ein Enosch bist. Ein sterbliches Säugetier, unheilbar krank. Das ist der Mensch blau gelesen und der Mensch rot gelesen ist der Adam. Das ist ein Gotteskind. Ich unterhalte mich mit dem Geist, der sich seine eigene Welt ausdenkt, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Dir erkläre ich, was du bist. Nicht dem Fleischklumpen, der jetzt vom Computer sitzt, wenn du an deinen Körper denkst. Du kannst einen Gedanken nichts erklären. Du kannst einen Gehirn, einen ausgedachten Gehirn genauso wenig erklären wie ein Computerchip, was er ist. Ich kann dir Geist erklären, was die Sachen sind. Es sind einfach nur Gedankenwellen von dir, die in dir auftauchen aufgrund deines Intellekts, wenn du dran denkst. Und wenn du es nochmal denkst, ist es wieder weg. Dann fällt es wieder in dich rein. Dann fällt die Welle wieder zusammen. Und wir schauen jetzt zuerst einmal hier bei dem Schopenhauer. Wir sehen also, das ist der Begriff. Wenn wir hier reinfahren, da haben wir zuerst einmal Volubilis, Drehen, Wälzen, Rollen, Kreisen. Schnellfüßig, es Volumen. Die Schriftrolle, das Buch, das ist ja eigentlich, Volumen ist ja das Licht, irgendein kreisendes Licht, Karai es, die Krümmung, die Windung, wir in Gott. Wir in Gott. Dann haben wir natürlich auch die Welle, doppelt aufgespanntes Joch, das auseinandergeschmissen wird, hebraisiert, tausendfach erklärt. Wir gehen jetzt mal in den Schopenhauer rein. Und jetzt haben wir hier Schopenhauer widersprochen, Überzeugung, das sind wir gerade schon gewesen, durch eine Selbstbeobachtung unserer Person können wir uns dessen gewiss werden, was wir letzten Endes sind. Wir erfahren uns den Willen, in uns den Willen. Welchen Willen? Der ist das Ding an sich und damit nicht nur die Triebfeder allen Handels von Mensch und dir, sondern auch die metaphysische Erklärung der Naturgesetze. Dieses Ding an sich ist dein Intellekt. Es ist der Intellekt, den du zum Denken benutzt. Es ist das Programm, das die Bilder in dir aufschmeißt. Einer von unendlich vielen intellektuellen Denksysteme benutzt du zum Denken. Interessanterweise entspringen alle von dir andere, anders ausgedachten, falsch, verkehrt, ausgedachten, fehlerhaft ausgedachten intellektuellen Denksysteme aus deinem eigenen Intellekt. Das heißt, wenn wir jetzt von Religion reden, kannst du sagen, ich glaube, und dann sagst du, die Religion dieser Partei, politisch gesehen, der du dich zugehörig siehst, dessen Denkmustern du wiederholst, aber aus demselben brauchen wir einen Widerspruch. Andere Denksysteme, andere Religionen, andere Parteien oder Sekten, die deiner Logik widersprechen, die sind genau in deinem Denksystem mit drin. Okay, also dieses Ding an sich, das ist schlichtweg und einfach das, was du Mensch nennst. Der Mensch ist ein ganzes Leben und die Person ist nur eine kleine Facette, die aus diesem Programm, ich sage, der Mensch ist ein Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm. Und du erlebst den Traum, dich im Traum dieses Menschen erlebst du dich als der Mensch, wo dieses Programm dir vorschreibt, das bin ich, dann denkst du an dich. Aber wieder abhängig, jetzt haben wir die chronologische Zeit, dass du, wenn ich das Programm auf das Buch rationalisiere, dass du eben auf der Seite 10 an einen 10-jährigen Körper denkst und auf der Seite 50 an einen 50-jährigen Körper. Das Programm macht auch, ob du, wenn du an dich denkst, dich als ein Weibchen oder ein Männchen, einen weiblichen Trockennasenaffen oder einen männlichen Trockennasenaffen denkst. Das macht das Programm. Das heißt, dieser Wille ist das Ding an sich, die Triebfeder allen Handels von Mensch und dir und die Erklärung sämtlicher Naturgesetze entstehen durch diese Logik, die du zum Denken benutzt. Die Welt, doppelt aufgespannter polare Rand, deine Gedankenwellen, ist letztendlich
Blinder, vernunftloser Wille, Triebtheorie. Schopenhauer ist somit der klassische Philosoph und Hauptvertreter des Voluntarismus. Ich habe gerade das Volumen schon gemacht. Ja. Jetzt schauen wir, was das ist. Voluntari heißt freiwillig. Freiwillig ist, du entwirfst dich komplett freiwillig dem Wissen und dem Glauben irgendwelcher Menschen, deren Glauben du geistlos nachäffst. Aber so freiwillig ist es nämlich gar nicht. Der Wille, das Wollen, die Neigung, die Richtung und das Bestreben ist immer einseitig. Das heißt, wenn du eine gewisse Richtung hast, fällt dir die Kehrseite, das Verkehrte. Stimmt oder stimmt? Vom freien Willen, den der Mensch hat, den guten Willen, das sind jetzt alles so unwillkürlich, die gute Gesinnung, da kommt jetzt ein bisschen Morallehre mit rein, das Vorhaben, was du vor dir hast, haben, diese polare Existenz, das Aufblühen einer Sicht, die Absicht. Du wirst immer wieder merken, du landest hier definitiv Ego. Genau. Das, was dein Ego will, ist das, was du willst. Mit gut, da steht nichts von gut. Da steht Ego. Ich werde zu dem, was ich denke. Stimmt oder stimmt? Es sind nämlich deine Informationen. Jeder Gedanke verändert deine Information. Deine Information ist dein Körper. Bisher hast du, wenn du an deinen Körper denkst, jetzt an einen ganz bestimmten Körper gedacht, den dieses Programm aufschmeißen kann. Ich habe da oft darauf hingewiesen. Wenn ich jetzt zu dir sage, denke mal jetzt an deinen Körper, das muss ich gar nicht sagen. Ich sage, schließe mal deine Augen. Schon wenn ich sage, schließe mal deine Augen, denkst du an deinen Körper, weil du ja ganz bestimmt die Augen von einem ganz bestimmten Körper zumachst. Ich verweise auf mein Wipperzahlweisenbuch mit den 200 Menschen im Saal. Ich sage, schließe mal deine Augen. Es sind 200 verschiedene Programme. Jeder Mensch symbolisiert ein eigenständiges Programm und du erlebst nur das, was dein Programm an Bildern macht. Das heißt, mit der Eingabe, schließe mal deine Augen, wenn das in dir auftaucht als Information, nicht von außen, sondern in dir auftaucht, denkst du an einen ganz bestimmten Körper, nämlich an den Körper, der du zu sein glaubst. Aber das hängt wieder ab, auf welcher Seite in dem Leben bist du, an welcher Stelle in dem Film, in dem Lebensfilm, in dem Videospiel hängst du zurzeit fest, in welchem Bereich. So, das ist einmal hier der Wille, das Streben. Das ist der eine Wille. Wir haben aber nochmal einen Willen, haben wir doch gerade festgestellt, nämlich den Numen. Mhm. Ja. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Der Wink, der Wille, das Geheiß, besonders eines Gebietenden, klingt im ersten Moment relativ negativ. Es ist aber. Da kommt die göttliche Wundermacht. Die göttliche Schickung. Die göttliche Wundermacht. Das göttliche Walten und Wirken. Welchen Willen unterwirfst du dich? Dem Willen deines Egos, deines Programms, das du geistlos nachäfferst? Oder von dem hier? Ja. Fragen? Kann man natürlich immer wieder sehr vielseitig sehen, wenn man will. Maschinenübersetzung macht im ersten Moment keinen Sinn, macht sehr, sehr viel Sinn, wenn ich weiß, dass das geistige Licht die Weisheit Gottes ist. Ja. Setze für das geistige Licht einfach die Weisheit P. Und dieser Pur ist zu Form geworden, erweckter Shinun He, Wissen, Weisheit, Tun, Machen, Handeln. Ja. Wenn du Sprache verstehst, verstehst du mich. Dann beginnst du dich selbst zu verstehen. Die Gottheit selbst, du bist die Gottheit für die Welt, die du träumst. Noch eine sehr kleine Hosenscheißer-Gottheit, weil du noch vor Sachen Angst hast. Und da kann ich immer wieder sagen, wie kann man vor einem Gedanken von sich selbst Angst haben? Es ist doch eine ganz klare Aussage. Wie kann man Angst haben? Du denkst dir jetzt etwas und du hast Angst vor dem eigenen Gedanken, der schon wieder weg ist, wenn du ihn nicht denkst. Das, was ich jetzt sage, ist hundertprozentig sicher. Dann denkst du dir Zukunft aus. Was ist Zukunft jetzt? Einfach nur Zukunft, ein Wort. Wenn du es genauer anschaust, wirst du neue Gedanken kriegen. Ja, irgendwas, was morgen passieren kann. Das denkst du jetzt. Morgen wird nichts passieren. Versuch einmal in 5 Minuten aufzustehen. Versuch in einer Minute aufzustehen. Es geht nicht. Es ist hundertprozentig sicher. Wenn du was tust, tust du es jetzt. Selbstverständlich kannst du jetzt denken, dass du in einer Minute aufstehst. Das ist ein Gedanke, den du jetzt denkst. Die Tätigkeit selbst wird aber jetzt passieren. Das ist das ewige Hier und Jetzt.
Doch die Welt ist nicht nur flackernder Wille, sondern erscheint auch als Vorstellung. Es ist etwas Ausgedachtes, um dich herum in Raum und Zeit verstreutes. Du denkst dir was räumlich woanders hin oder zeitlich woanders hin. Es ist aber eine Vorstellung, die du in dir selber vor dich hinstellst. Das landen wir dann irgendwann nochmal bei der Camera Obscura. Sie ist die durch Raum und Zeit sowie Kausalität, das Gesetz von Ursache und Wirkung, die den a priori gegebenen Erkenntnismodus von uns Verstandeswesen bilden. Was ist Kausalität? Das erste Problem des Materialismus und der Religion ist, dass die materialistische Sichtweise, die Kausalität, die wirkliche wirkende Licht, die wirkliche Kausalität komplett auf den Kopf gestellt hat. Das ist ein Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen, den ich deine Traumwelt nenne. Ich erinnere nur an mein Beispiel mit dem Klingelingeling. Du hörst ein Geräusch, du bist ein träumender Geist, wohlgemerkt, nie vergessen. In dir taucht ein Geräusch auf, ein Klingelingeling, und du denkst an dein Handy, ans Telefon, an die Haustürglocke. Und jetzt schau in dich rein, was du glaubst. Du glaubst, das Klingeln kommt von außen. Beim träumenden Geist kommt überhaupt nichts von außen. Und da außen ist einer, der ruft mich an, und darum höre ich das Klingeln. Naja, weil das Klingeln aufgetaucht ist, denkst du an den Anruf und an das Telefon oder an die Haustürglocke. Und weil ein Zwitschern in dir auftaucht, denkst du an einen Vogel. Und du bist felsenfest davon überzeugt, dass das deshalb zwitschert, weil da zuerst der Vogel da ist, der eigentlich ein Produkt ist von dem Geräusch. So wie auch jedes Wort in dir eine Vorstellung aufbaut, und die Ursache für die Vorstellung ist das Wort. Jetzt schau einfach, beobachte dich, wenn du was liest. Die Worte bauen in dir Vorstellungen auf. Diese Worte sind die Ursache für deine Vorstellungen. Und du denkst dir wieder, dass hier das von dir Vorgestellte die Ursache ist für die Worte. Wenn du zum Beispiel in unseren Chat reinschaust und du siehst dann, der und der hat das und das geschrieben. Ich sage, du hast die Worte und denkst an den Schreiber. Zuerst sind die Worte da und aufgrund der Worte denkst du dir den Schreiber aus. Du meinst aber, der Schreiber hat es schon geschrieben, bevor du die Worte in dir aufgetaucht sind. Funktioniert nicht. Das ist übrigens hundertprozentig sicher. Und jetzt muss ich gleich einschieben. Versuch das bitte nicht irgendeinem Menschen, den du dir ausdenkst, zu erklären. Die große Masse wird es nicht verstehen, die wird es nicht wahrhaben wollen. Und dann wirst du wieder zurückgehen in den Wahn der Normalität. Wobei mittlerweile eine Handvoll Leute zumindest auftauchen, die mit Holofeeling sich beschäftigen, die mir uns jetzt natürlich ausdenken und die als Ding an sich auch bloß wieder Gedanken sind. Aber der Geist in dir wächst vielfältig. Okay? Bilden. Individuierte und verknüpfte Erscheinungen des einen Willens. Es sind schlichtweg und einfach individuierte, verknüpfte Erscheinungen des einen Programms. Im Anfang war das Programm. Die Welt ist meine Vorstellung, wie ihr die hast, mein polarer Rand. Du bist, ich bin immer, und es sind meine Gedankenwellen. Ist der erste Hauptsatz seiner Philosophie. Die ganze Welt, die ganzen Gedankenwellen sind Vorstellungen, Sachen, die ich mir ausdenke, vor mich hinstelle, mir überlege. Fundament mendior, sich etwas überlegen und Lügen verbreiten. Was uns als Welt erscheint, ist nur für uns, nicht an sich. An sich sind es Illusionen. Es gibt für Schopenhauer nichts Beobachtendes ohne Beobachter. Es gibt keinen Gedanken ohne einen Denker. Kein Objekt ohne ein Subjekt. Jetzt haben wir hier die Objekte, und das Subjekt ist immer der Denker. Aber ein Denker ist in dem Moment auch schon wieder ein Objekt. Da endet die ganze Philosophie der Menschheit in ihrem materialistischen Wahn. Auch in der Religion. Das ist, wenn ich immer noch mal kurz angesprochen, die Kinofilme Inceptions oder The 13th Floor. Traum in Traum in Traum. Computerprogramm in Programm in Programm. Es ist immer noch auch bei den ganzen Philosophen, die in dir auftauchen, dieser Wahn, da außen sind wir jetzt in der Wirklichkeit. Das heißt, das eigentliche Weltbild, der Bruch des zweiten Gebotes, macht dir kein Bild von irgendwas da droben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Das ist nicht erkannt. Es wird nicht gehalten. Da außen gibt es nichts. Es sind diese Stufungen, die bei Hegel durchscheinen in der Dialektik. Das heißt, dass eine ausgedachte Synthese, Objekt und Subjekt ist These, Antithese, hat eine Synthese. Diese ausgedachte Synthese ist noch nicht die absolute Synthese. Die absolute Synthese ist Holofeeling. Das bist du selbst,
Ja. Jetzt rot gelesen. Die Welt als Vorstand betrachtet zerfällt in Subjekte, Objekte, die sowohl untrennbar als auch radikal voneinander verschieden sind. Das Subjekt ist immer seiend ausgedacht und die Objekt, das ist das immer seiende ausgedachterweise wohlgemerkt und die Objekte ist das, was aufgeschmissen wird aus dem Meer. Das sind die Gedankenwellen. Aber in dem Moment muss es noch ein tiefer liegendes Subjekt geben, die sich diese These an die These ausdenkt. Und dieses tiefer liegende Subjekt ist in dem Moment dann jetzt ausgedachterweise ein Objekt von einem noch tiefer liegenden Subjekt. Da gibt es ganz schöne Tafeln in Holofilling dafür. Ich verweise in Holger die Tafel, wo wir mal gemeinsam gemacht haben, mit den Ichs, wo dann nach oben gehen, die sowohl untrennbar auch als radikal voneinander verschieden sind. Das heißt, das Meer und seine Wellen sind untrennbar miteinander verbunden, jetzt symbolisch gesehen, aber sie sind grundsätzlich verschieden, weil das Meer immer ist und die Wellen sind ein ständiges Kommen und Gehen. Das ist das Immerseiende, ausgedachterweise, und das Vergängliche. Das heißt doch, letzten Endes sind beide nur die Erscheinung eines Willens. Und jetzt haben wir die zwei unterschiedlichen Willen. Das ist der eine Wille von der Gottheit selbst und der andere Wille ist unser, da muss ich jetzt nochmal. Darum habe ich das hier gesagt, das Drehen, Wälzen. Ja. Der Wille. Das ist der blaue. Darum habe ich hier mit dem Drehen, Wälzen, das ist der vergängliche Wille. Der ändert sich ständig. Die Drehbarkeit, die Beweglichkeit um seinen Mittelpunkt. Der Mittelpunkt ist das Numen. Das macht das Numen aus. Dies ist nach Schopenhauer das Wesen der Welt, das sich in Subjekt und Objekt erscheinen gleichsam selbst betrachtet. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Und jetzt schauen wir mal, das wird sehr interessant, wenn man hier ganzheitlich denkt. Die Vorstellungswelt liegt der Wille zugrunde. Jetzt immer zuerst einmal haben wir etwas im Arbeitsspeicher, meine Computermetapher. Das ist dein derzeitiger Intellekt. Das ist das Programm, das du verwirklichst. Dann haben wir aber, das ist wieder nur eine Facette von der Festplatte, wo ich sage. Das sind viele verschiedene Denksysteme. Das ist so wunderschön, wenn du einen Menschen, den blau geschriebenen Menschen, sagst du mal, als ein Programm siehst, ein Videospiel, und in dem Moment, wo du einen Spieler machst, durchlebst du ein Menschenleben mit dem Charakter dieses Menschen. Du denkst, wenn du an dich denkst, jetzt an den aktuellen Körper, du kannst dir jüngere Körper ausdenken, die du schon durchlebt hast, du kannst dir ältere Körper ausdenken von dir selbst, wo du sagst, das bin ich, das war ich, das werde ich sein, auf den Körper bezogen. Zwangsläufig entstehen viele andere Körper, die du dir ausdenken kannst, wo du sagst, das bin ich nicht. Auch junge und ältere. Und die ganze Welt, Planeten, ob du dir die Erde als Kugel denkst oder als Scheibe denkst, hängt von deinem Programm ab. Darum sage ich immer wieder, jetzt bewusst ausgedacht in der Vergangenheit, was man dir in Elternhaus und Schule einhämmert, auch an Moral, an Religionstheologie, Philosophie, Wissen, an Gesetzen, was man essen darf, was man nicht essen darf, was gesund ist, was nicht gesund ist, wie das oder jenes funktioniert, ist nur Wissen. Es ist geistlos vorgestelltes, nachgeäfftes Wissen und diesen Schwamminhalt, wie ich das nenne, dieses Programm konntest du dir nicht raussuchen. Er stuft den Willen nach den Gegebenheiten seines Wirkens ab, spricht von Ursache, wenn die Wirkung ihnen gemäß ist, wie zum Beispiel beim elastischen Stoßen von Reizen, wenn die Wirkung energiepotenzial, bla bla bla. Wir können jetzt ganz einfach sagen, wir nehmen ein Programm und machen physikalische Simulation. Die Physik da außen, die Newtonsche Physik, ich habe in einem vorhergehenden Selbstgesprächen, wo Kirchhoff darauf hinweist, einfach die Selbstgespräche anhören, wo ich den einspiele, dass er darauf hinweist, die Quantenmechanik sind reine Hirngespinste. Blind nachgeäffter Glaube, der in keinster Weise überprüft werden kann. Es sind logische Konstrukte, man hat sich in einen Wahn hineingedacht in dieser Quantenmechanik. Einseitige Auslegung, ist aber richtig. Ich gehe dann einen Schritt weiter. Er sagt da außen, Juden zumindest, es stimmt. Juden ist genauso ein Hirngespinst. Wenn du jetzt ein träumender Geist bist und die zweite Metapher dazu ist, du bist ein Computer, in dem eine Simulation läuft. Alle Naturgesetze, die wir darstellen, übrigens auch technisch kein Problem, jetzt bewusst ausgedacht mit einer VR-Brille möglich, eine komplett sinnlich wahrgenommene 3D
Illusion, wenn du eine perfekte, nach Standardtechnik mögliche VR-Brille aufsetzt. Dann wirst du mit Schattenwürfen, mit physikalischen Bewegungen, ist das eine reine Simulation eines Programms. Im Anfang ist das Programm. Da außen ist keine Welt. Halte das erste und das zweite Gebot. Verwechsle dich nicht mit einem Gedanken von dir und mach dir klar, dass sich alles in dir selbst abspielt. Im Zentrum unserer zwei Seiten unserer Kamera Obscura. Und du lebst zurzeit in der Finsternis. Es ist obskur zu glauben, dass da außen Licht ist. Okay, also da haben wir hier. Ich nenne nämlich Ursache im engsten Sinne des Wortes denjenigen Zustand der Materie. Das wäre jetzt das nächste Wort, das wir uns genauer anschauen müssen. Müssten, ist übrigens alles reichlich in den Selbstgesprächen und Bohrungen behandelt, der, indem er einen anderen mit Notwendigkeit herbeiführt, selbst eine ebenso große Veränderung erleidet. Wenn du das einmal hier von vornherein erkennst und du bleibst einfach in der Welt deiner Gedanken, wirst du feststellen, dass jeder Gedanke, den du denkst, eine zwanghafte Reaktion auslöst. Ich nenne das immer einen Reizauslöser. Wir können jetzt ganz, ganz gezielt beobachten, ob ich einen Einfluss habe auf die nächste Information oder ob ich nur reagiere. Informationen sind breit gestaffelt von einer sinnlich wahrgenommenen Information über Gewicht, über Gefühl, über Schmerzen bis hin zu einem Hauch sinnlich wahrgenommenen Gefühl von Hunger, wie ich das immer wieder nenne. In dir taucht ein Hauch, ein Gefühl, eine sinnlich wahrgenommene Information eines Magenknurrens auf und du denkst dir, ich habe einen Hunger. Dieser Gedanke ist eine vom Programm gesteuerte Reaktion auf dieses Gefühl. Und diese Reaktion, dieser Gedanke, der jetzt auftaucht, ich habe einen Hunger, ist im selben Moment aber auch wieder ein Reizauslöser für den nächsten Gedanken, wo du denkst, ich muss mal Brot machen. Mhm. Das ist dieses Spiel, es läuft in vier Phasen ab in unserem Einheitskreis. Ich erkläre dir, wie das Computerprogramm des Lebens funktioniert. Und du musst es verstehen, nicht irgendein Mensch, den du dir ausdenkst. Du musst der Erste sein. Das ist ja die Sache, die Masse. Können wir wieder rot und blau lesen. Was die tut und was die macht. Macht. Das ist Asse, Esse, lesbar. Aktivieren, ausführen, machen, tun, handeln. Aktivierende der Masse. Du bist der Aktivierende der Masse. Die Handlungen, die Wirkung, alles ist künstlich gemacht durch ein Programm. Der Geist, GE-Quadrat, hat die Macht. Ja. Die stattgewordene Schöpfung ist etwas, Chetty in Schrecken, Schinner-Ecken, logisch berechnete Ecken. Das sind unsere Blickwinkel. Berechnete. Masse, Geschehnis, da steht es einmal mit drin. Jetzt ist aber die Masse, ich hole es extra nochmal her. Wir wissen, Matza. Heißt eigentlich Gerstenbrei. Der Gerstenbrei, ja. Jetzt haben wir hier der Geist des Ersten. Ich verweise nochmal auf den Roschid. Das ist der Erste. Das steht mir auf meinen Kopf. Der Beginn, das Erste. Na. Hat er den jetzt nicht nochmal? Den hat er hinten dran gehängt. Das B. Roschid, wissen wir ja. Inmitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde erschaffen. Und jetzt heißt B. Rei heißt im Spiegel. Ja. Das heißt, der Geist des Ersten ist im Kopf des Schöpfergottes. Hast auch Gerstenbrot, B. Rot, Rot ist der Adam, im Adam, das Zentrum des Adams. Ich habe im letzten Selbstgespräch darauf hingeschmissen. Und dieser Rei, dieser Spiegel, machen wir ein ganz einfaches Spiel nochmal. Wir können das natürlich immer rot und blau lesen. Wir hebraisieren das SBI, hast meine Schwelle. Ich wiederhole das absichtlich immer wieder. Das ist hier, das Bewusstsein ist die absolute Weisheit Gottes. Das ist bewusst, S-A-I-N, ist Weisheit. Das Denken in der Physik an das weiße Licht, das in unendlich viele Farben zerspringt. Blau gelesen ist es raumzeitliches Wissen eines Intellekts.
Das ist hier, weil Sof ist die Schwelle, ist meine Schwelle. Das heißt auch, Bewusstsein ist Pi. Das ist ja die Weisheit Gottes. Meine Schwelle, Bewusstheit, Weisheit, Gotteskind. Die bewusste Weisheit ist die geistige Quintessenz. Da kommt übrigens dann, Spiegel heißt Aufsaugung, Absorption von allem, wieder alles aufsaugen, alles wieder in sich aufsaugen. Wir haben SBI und dann beginnt es ja weiter mit Egel. Da haben wir. Jetzt kriegst du das Kalb. Das heißt wie Gott, Bola. Interessant ist hier, das heißt rund. Runden drehen, gerundet sein, Kreise, Karai, wie ein Spiegel, Runden drehen. Das SE, Sinn hier heißt übrigens Lam, La MM. Die Lichtschöpfung von 2 MMs. Jeder Mom-End, das ist das Drehen, Abrunden, um sich rumkreisen, Egel, Kreise ziehen, wie ein Spiegel, hier ständig Kreise drehen, um sich herum selber sich was ausdenken. Das ist die Materie, die Masse. Ich nenne Gegenreiz Ursache, die selbst keine ihr angemessene Gegenwirkung erleidet. Der Reiz hält das mit L. Reiz hält der Spiegel gebiert. Macht den Übergang zwischen dem Motiv, welches die durch das Erkennen hindurchgegangene Kausalität ist und deren Ursache im engsten Sinn. Das Erkennen der hindurchgegangenen Kausalität, das ist alles noch viel zu chronologisches Denken. In diesen Formen also bestimmt der Wille alle Vorgänge. Alles, was du dir denkst, wird durch dein Intellekt bestimmt. Der objektiviert sich in der Erscheinungswelt als Wille zum Leben und zur Fortpflanzung. Das ist der tierische Wille. Aber das macht keinen Sinn, ein Säugling am Leben zu erhalten. Es macht keinen. Das Programm ist das ganze Leben in einem Moment gleichzeitig. Und das ist wie das Buch, wo du von der Seite 1 durchlebst bis zum Ende. Der Leser selber, der dieses Leben, dieses Programm durchlebt, verändert sich nicht. Ich wiederhole immer wieder dieselben Worte. Wenn du jetzt noch leidest und immer wieder vor was Angst hast, nimmst du das nicht für voll. Das muss dir bewusst werden, wie hartnäckig dein Programm ist. Das Opfer, der Schöpfer, du musst es opfern. Das Haar, wie ich das nenne. Du musst dieses ganze Wissen opfern, damit ich dir ein neues Wissen für das Buchstaben kriegst du für mich ein Wort. Wie oft bringe ich diese Metapher? Ja. Und das Wort ist viel komplexer wie der Buchstabe H. Aber ich habe dir das H nicht weggenommen. Ich kann dir aber wie in einer Datei diese Wortdatei nicht aufspielen, wenn du dein Arbeitsspeicher das H drin hast und du sagst, ja, wenn ich jetzt das neue aufspiele, ist ja nichts mehr da. Weil du die höhere Ebene noch nicht kennst. Die Lehre vom Primat des Willens, der Affe, der will, bildet die zentrale Idee von Schopenhauers Philosophie. Willensfreiheit kennt Schopenhauer, der sich wiederholt mit unterschiedlichen Resultaten mit Augustinus auseinandersetzte. Und jetzt merkst du, es ist ein riesen zusammengelesenes Wissen von Menschen, wo man glaubt, die haben in der Vergangenheit gelebt. Im Anfang ist das Programm. In dir sind alle Philosophen, alle Sprachen, alle Religionen. Das Internet ist in dir drin, das ist Gott. Da kommt dieser schöne Satz, der Mensch kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Ja. Das macht sehr viel Sinn, wenn wir jetzt immer zuerst einmal wissen, wenn wir Mensch schreiben, reden wir von dem hier Mensch, Adam, nach Gottes Ebenbild, oder reden wir von dem hier? Das ist eine Vermenschlichung eines Geistes. Dadurch bist du zwangsläufig gefährlich, heillos, hoffnungslos, tödlich, unheilbar und zwei Facetten. Es gibt doch den schönen Sprung, du leidest an einer Krankheit, das ist, du glaubst, du bist ein sterbliches Säugetier. Das ist ein Kapitalverbrechen. Zu glauben, ein Säugetier zu sein, und zu glauben, dass Kapital dich am Leben erhält, ist ein Todesverbrechen. Das ist der Glauben der Menschen, die du dir ausdenkst. Und warum? Weil du dir das denkst. Die sind alle frei zu sprechen. Nehme deine Schuld auf dich. Wer denkt sich das jetzt aus? Gibt es eine ganz einfache Antwort. Ich. Wer glaubt es? Ich.
Ist dir schon mal aufgefallen, dass du immer nur Einseitigkeiten glaubst und sobald ein Widerspruch, den du zur Vervollkommnung brauchst, in dir auftaucht, bekämpfst du den. Das ist das Kapitalverbrechen. Jegliches Handeln liegt immer stets im Willen, steht im Programm. Das heißt, dem eigenen Wollen zugrunde. Die Geistlosigkeit, das, was man zu sein glaubt, möglichst lang am Leben erhalten zu wollen. Obwohl es doch offensichtlich ist, dass dieser Körper schon weg ist, wenn du ihn nicht denkst. Das wirft dann dieses neue Problem auf, dass dieser Körper immer und immer wieder in dir auftaucht, bis in alle Ewigkeit. Und du keine Ahnung hast, wie die Körper und die Welt aussieht, wenn du ein anderes Programm in dir laufen hast. Einen anderen Glauben in dir laufen hast. Trockennasenaffen Glauben mit unbewussten chronologischen Denken bringt dich in deiner geistigen Entwicklung keinen Schritt weiter. In der streng kausal geordneten empirischen Welt, diese kausal von Ursache und Wirkung geordnete empirische Welt, der Welt der Vorstellung, dass irgendwann einmal vor Milliarden Jahren ein Urknall war und dann hier durch was auch immer sich ein Universum entwickelt hat, habe ich das Wort Universum schon nicht verstanden, wo dann irgendwann am Ende in der Entwicklung der Materie irgendwann einmal menschlicher Geist und Bewusstsein entstanden ist als der Höhepunkt der materiellen Entwicklung. Es ist so eine unendliche Geistlosigkeit, an die glauben all die Menschen, die du dir ausdenkst, weil das nur Spiegelbilder deines momentanen extrem fehlerhaften Glaubens sind. Ist kein Platz für eine ohne rein empirische Ursachen handelnden Menschen. Das ist rein empirisch, ist, nennen wir mal, sinnlich wahrgenommen. Das Wort wäre auch wieder für sich sehr interessant. Wir haben nämlich zwei verschiedene Pis in unserem Einheitskreis. Wir haben ein MP, das M. Mhm. Haben wir zwei Möglichkeiten. Das ist das P, das Wissen. Zuerst einmal das P ist zuerst einmal das Wissen deines Intellekts blau gelesen. Er braucht. Das ist das Wissen deines Intellekts und es ist die Weisheit Gottes. Im Einheitskreis haben wir vier Phasen. Wir haben oben das obere Pi, die obere Hälfte ist plus, 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 minus. Und die untere Hälfte minus, 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 plus ist das Wissen deines Intellekts. Ja. Dann haben wir hier die Weisheit Gottes und ein gewusst wissender Intellekt. Das ist eine Unterform von P, Wissen als Quintessenz, Mundus, bin ich auch drauf eingegangen. Das ist übrigens das Gebiert. Wir haben einen oberen Wert, den Totalwert, das ist die 90 Pi, der Geburtsgeber, und die untere Pi ist das Wissen deines Intellekts. Wenn man alle Zeichen meiner heiligen Bibel, ist gleich Tora heißt 3 He, Spiegelwahrnehmung, abgesehen vom ersten Wort mit einem einzigen Zeichen, symbolisiert das MP. Steht für göttliche Weisheit, das Pi, mein Wissen. Im Anfang von allem stehe ich UB. Da steht jetzt ich Udo. Das ist ein sehr interessantes Wort, wenn wir da reinspringen. Ich Ud, so spricht man das aus, heißt grammatikalisch sein Alleinsein, seine Einzigartigkeit, die Bestimmung und die Besonderheit. Das ist übrigens 34. Insider wissen, was ich meine. Okay, ja. Das ist so, im Anfang befindet sich die Weisheit, wenn man das erste Wort der heiligen Tora, das ist dieses B-Roshit. Alle Zeichen befinden sich in diesem einen Wort B-Roshit. Und P ist jetzt die Wissen der ganzen Reihe, die kommt. Dann steht hier, gespiegelt gelesen, von links nach rechts steht hier Becher. Das M steht für das B. Den Gletscher haben wir gerade schon gehabt. Ja. Ich betone immer wieder, ich bin das Alpha und das Omega. Ich rede jetzt nicht von den Gedanken Udo Becher, den du dir ausdenkst. Das ist nur ein Gedanke, den du dir denkst. Du bist tausendmal mächtiger wie irgendein Gedanke von dir. Elfmal mächtiger wie jeder Gedanke, den du dir denkst. Solange du in dem Wahn lebst, ich kann das immer nur wiederholen, dass du glaubst, dass irgendetwas, was du jetzt denkst, irgendwelche Illuminaten, irgendwelche Politiker, Geld, eine Partei, eine Religion, ein Papst, ein Udo Petscher, ein Gott, den du dir ausdenkst, mächtiger ist wie du. Nein, du bist derjenige, der den in sich selbst erschafft, diesen Gedanken, und dann bestimmt, dass er so mächtig ist. Und im selben Moment, sage ich, wo irgendwas Mächtiges in dir zu existieren beginnt,
entsteht was Ohnmächtiges. Schau unten hin. Ja. Das Mächtige braucht was Ohnmächtiges. Und wenn du jetzt an einen supermächtigen Menschen denkst oder an einen schönen Menschen denkst, dann entsteht im selben Moment das Gegenteil. Zum Beispiel ein ohnmächtiger Mensch, ein hässlicher Mensch. Und du sagst, das bin ich. Nein, du bist der, der sich dieses Bärchen ausdenkt. Ja. Das ist hundertprozentig sicher. Wer denkt sich einen Gott aus? Wer denkt sich den Udo Petscher aus? Ich wiederum sage zu dir, ich bin du. Es geht rot. Es geht hier um was ganz was anderes. Dass diese unsere Denkweise widerspräche, das ist alles, du merkst, das ist so verwurzelt in diesen, da außen ist eine Welt, es wurzelt letztendlich schon im Missachten des ersten und des zweiten Gebotes. Ich sage, die anderen zehn müssen wir uns gar nicht anschauen. Sondern im tieferen Sinne, dass der Wille sich in all seinen Teilen gemäß dem Gesetz der Kausalität manifestiert. Es gibt eine Kausalität, die hat aber der Materialismus und die Religion auf den Kopf gesetzt. Die Kausalität sagt dir nämlich, der Jesus war schon da, bevor ich da war, obwohl ich als Jesus vor 2000 Jahren jetzt gedacht und jetzt erlebt, gesagt habe, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, war ich. Wenn ich mir keinen Abraham ausdenke, gibt es keinen Abraham. Und ich, UB, sage dir jetzt, ehe ich mir an Jesus Christus ausdenke, gegeben hat, bin ich. Weil wenn ich mir keinen Jesus ausdenke, gibt es auch keinen Jesus. Und ehe dieser Udo Petscher war, bist du, weil wenn du dir keinen Udo Petscher ausdenkst, gibt es auch keinen Udo Petscher. Und der, der sich jetzt den Udo Petscher und sich selbst ausdenkt, zu dem sage ich, ich bin du. Bist du schon ich. Ein persönlicher, ein privater Akt jenseits von dem offiziellen Wissen deiner Welt. Im Gegensatz zu Bergeles sieht Schopenhauer in der Kausalität kein bloßes gedankliches Konzept, sondern den Willen selbst, welcher zu deuten das Werk des Verstandes ist. Und das ist das Problem. Solange du mit deinem Verstand, mit dem nur arbeitest, was du verstanden hast, aber obwohl du wieder besseren Wissens Worte nur extrem einseitig auslegst, dann was denkst du bei dem Wort Krebs? Mein Beispiel dazu. An was denkst du bei dem Gedanken entstehen, enttäuschen, entspannen, Entfernung? Das ist nur Verstandeswillen, dann landest du wieder in dieser auf den Kopf gestellten Kausalität. Wo kommst du her? Ich unterhalte mich nur mit deinem Geist. Wo kommst du Geist her? Sagst du denn, ich wurde von meiner Mutter geboren, von einem Säugetierweibchen? Kann ein Säugetier, ein Affenweibchen Geist gebären? Geist gebiert Gedanken. Und diese Gedanken sind zum Beispiel unter anderem Affen, Welten, Planeten, Galaxien. Das sind alles nur Gedanken, die werden aus dem Geist herausgeboren. Und du lebst in dem Wahn, dass du meinst, das Zeug, das du dir ausdenkst, ist auch unabhängig von dir da außen. Das ist der Bruch des ersten und des zweiten Gebotes. Frei ist der Wille nur insofern, als ihm nichts vorschreibt zu sein. Wir haben zwei, wie den Namen. Denkst du bei dem Wort Mensch an ein Gotteskind, an einen träumenden Geist, Seger wie Nekaber, Denker und Ausgedachtes gleichzeitig, Jahwe, ein anderer Name dafür, oder denkst du bei dem Wort Mensch an ein sterbliches Säugetier, an einen Affen, an einen Enosch? Genau ist es mit dem Willen. Denkst du hier an den Numen, an dich selbst als Geist? Oder denkst du an das Kreisende? Da brauchen wir jetzt nochmal eingehen. Das, glaube ich, müsste durch sein. Als ihm nichts vorschreibt zu sein, was er ist. Du kannst alles sein, was du willst. Du bist jeder Moment, den du dir denkst. Das Meer, der immer ist, ist all seine Gedankenwellen, die in ihm auftauchen und wieder in ihn reinfallen. Er ist aber keine bestimmte dieser Wellen. Das heißt, ich schreibe dir mein göttliches Gesetz, schreibe dir nicht vor, was du sein sollst. Ich sage, wieso willst du was Bestimmtes sein? Das ist wie mit den Wahrheiten, in ich bin du am Anfang mit der Hans-Geschichte. Wieso willst du nur an eine Wahrheit glauben, wenn du alle glauben kannst? Weil jeder Recht hat. Aber zu jeder Vorstellung von Recht kommt auch eine Vorstellung von verkehrt, von links, rechts und links. Mach dir mal Gedanken, wieso zur Zeit einer extrem linksfaschistischen Regierung, denk an den Fehler im Führerscheinprüfungsbogen, so massiv das Rechte bekämpft. Obwohl sie dann wieder sagen, wir haben ja Rechtswissenschaften. Merkst du den Widerspruch? Merkst du die Schizophrenie?
Wer weiß schon, was recht ist, was das Richtige ist? Und jetzt kann man nicht sagen, rechts stimmt oder links stimmt, sondern beides ist beides. Wir haben vier Seiten. Die Richtung hat eine Kehrseite, die auch eine Richtung ist und dann die vorherige Richtung zur verkehrten Seite wird. Das ist der Heilungsprozess in den vier Seiten. Das heißt, dass die Naturgesetze zwar alle bestimmen, was passiert, selbst aber durch kein Gesetz so sind, wie sie sind. Jetzt muss man natürlich wieder wissen, was ist Natur? Das ist zuerst einmal die existierende Schöpfung, ist eine Reihe. Die Tora ist Tura. Tora, das ist die existierende Schöpfung, baut auf dieser Tora auf, das ist ein Computerprogramm. Und dieses GE-Quadrat setzt jetzt viele verschiedene Facetten. Natur wiederum hast auch das Losgemachte, was in dir aufspringt. Das Auffahren, das Aufspringen, davon entspringen. Entspringen ist ganz interessant. Vorsilbe End sind wir reichlich drauf eingegangen. Die vier Phasen der Vorsilbe End. Etwas vorstellen und dann wieder zurückholen. Dann haben wir das Erlauben. Da haben wir wieder unser R-Quadrat. Das Laub haben wir unser AEB. Die Beschwörungen. Hüpfen. Losmachen, lossprechen. Das ist, schau einfach eine wogende Meeresoberfläche nach, die übrigens hier gespiegelt, Atbaschwert ist immer der gespiegelte Wert, aus der 13 entspringt. Das heißt, die Naturgesetze bestimmen alles. Wenn ich jetzt ein Videospiel aufbaue, dann habe ich eine Welt, eine simulierte Welt und die Naturgesetze in dieser Welt bestimmen das Programm. Wo ich sage, ich kann die Naturgesetze verändern, wenn ich das Programm verändere. Was passiert, selbst aber durch kein Gesetz bestimmt sind, so wie sie sind. Das heißt also hier, du hast eine unendliche Freiheit, es zu variieren, aber nur auf einer Ebene, die ich jenseits nenne. Mhm. Ein Gedanke von dir wird niemals dieses Programm verändern können. Selbst wenn du jetzt deinen Glauben vervollkommnest, veränderst du, vervollkommnest du nur eins von vielen anderen Programmen auch. Diese Freiheit hat der so verstandene Wille demnach nur von seiner Manifestation, welche selbst nichts weiter als sein wirksam gewordener Ausdruck ist. Das ist immer wieder, immer dir bewusst machen, von welchem Willen reden wir. Reden wir von dem Programmwillen oder dem Willen Gottes? Der Wille Gottes, mein Wille ist, dass du deine Freiheit benutzt und dich nicht nur an dieses Programm hältst, sondern dein momentanes Programm zuerst einmal vervollkommnest, indem du erkennst, es macht keinen Sinn, nur gesund sein zu wollen, nur Frieden haben zu wollen, nur Sonnenschein haben zu wollen, du brauchst die Zerstörung zum Frieden. Der Säugling muss zerstört werden, dass du ein Schulkind wirst. Das Schulkind muss zerstört werden, dass du Erwachsener wirst, dass du ein G-Reihe S wirst. Und der muss zerstört werden, so wie die Raube zerstört werden muss, dass sie ein Schmetterling wird, dass du auf eine höhere Ebene kommst. Das heißt, den Trockennasen auf dem Körper möglichst lang am Leben erhalten zu wollen, ist ein sinnloses Unterfangen. Was die Schulmedizin macht, hier mit der ganzen Argumentation des Leben verlängern, die definieren das Leben, dass du möglichst lang Affe bleibst. Es ist alles ganz anders. Im Falle des Menschen ist dessen wirkendes Wollen durch seinen Charakter als angeboren und unvergänglich gedacht. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Der Charakter, wir schauen uns den Charakter an. Der Charakter in der Vatersprache, Ivri Deutsch, ist das schöpferische Wissen deines Intellekts. Okay. Den kann man natürlich auch rot lesen. Das schöpferische Weisheit Gottes. Aber dein Charakter ist das schöpferische Wissen deines Intellekts. Und es erzeugt den Groll, den Zorn, Zor, Zur heißt zur Form gewordene Existenz. Ja. Ja. Ich kann jetzt nicht auf jedes Wort eingehen. 400 Seiten Buch. Das ist in dich eingeprägt. Und jetzt ist es das Verrückte, dass ich sage, du musst an dem Charakter, an der Rolle, die du spielst auf der Bühne, wenn du den Faust, den Mephisto, egal wen du spielst, du hast an diesem Programm nichts zu verändern. Ich sage, spiel deine Rolle weiter. Die Veränderung ist, dass du, während du dieses Buch liest, begreifst, ich bin nicht dieser Körper, ich bin nicht dieser Mensch, sprich dieses Programm. Ich bin der Geist, der sich diese Vorstellungswelt aufgrund dieses Programms aufbaut. Selbst das lassen wir unverändert. Wir dürfen keinen Gedanken verändern, das sind Puzzlestückchen vom Heiligen Ganzen. Auf einer höheren Ebene ist dein Charakter wiederum, der ganze Mensch in der Geschichte, ein Puzzlestück von der Geschichte.
Ich hoffe, du kannst einigermaßen folgen. Ich betone immer wieder, egal was in dir auftaucht, versuch das nicht zu verändern, du entheiligst dich damit. Die Puzzlestücke, die herausgespiegelt werden, sind wie die Bilder, die auf dem Bildschirm, die Einzelbilder, die auf dem Bildschirm deines Monitors auftauchen, sind Facetten aus dieser Datei, die als Ganzes wiederum eine Facette ist aus der Festplatte, wenn wir das als Film nehmen. Und sobald du irgendeine Kleinigkeit zerstörst, zerstörst du das heilige Ganze im Hintergrund, ohne dass du das eigentlich zerstören kannst. Du wirst nie in das Heilige reinkommen, zurückkehren, das du letzten Endes selbst bist. Klingt unheimlich kompliziert, aber es ist, ich kann immer nur erwähnen, du wirst irgendwann, ich kann dir sogar sagen, wenn das passieren wird, das wird jetzt passieren, wirst du einen riesen Heureka bekommen. Das ist so dieses Gefühl, das man ganz leicht in Ansätzen hat, wenn dich eine Frau zeichnet, ein Quadrat mit drei Stricken und du sagst, das geht nicht. Und irgendwann macht es puff und du sagst, bin ich neben mir gestanden, wie blöd war ich eigentlich? Das ist der Befreiungsschlag. Und das wird nicht passieren, solange du noch von irgendeinem Gedanken von dir Angst hast. Vor Corona, vor Politiker, zu sterben, ins Krankenhaus zu kommen. Was ist Sterben? Sich auflösen? Was löst sich denn auf? Dein Körper löst sich schon auf, wenn du nicht daran denkst. Das Problem liegt, dass du in dem Wahn lebst, zu glauben, dass Gedanken oder Informationen auch dann existieren, wenn sie nicht existieren. Das ist Materialismus, das ist Religion. Eine Vergangenheit, eine Zukunft. Och jo. Das heißt, nur flaggern, diesen Charakter gemäß kann man was wollen. Du kannst nur in Maßsetzung deines Intellekts was wollen. Das heißt, was du dir jetzt wünschst, ist ja nicht deine Meinung. Ich will Zungenbier sehen. Ich will die und die Frisur, ich will reich sein, ich will schön sein. Merkst du nicht, dass du bloß Einseitigkeiten, Unvollkommenheiten anstrebst, obwohl du selber das heilige Ganze bist? Ah ja. Dennoch spricht Schopenhauer von einer Intelligible. Das ist jetzt auch, die Wörter sind Intelligenz gesteuert, Intellekt gesteuert. Nochmal, Instinkt und Intellekt ist im Prinzip dasselbe. Es ist ein quantitatives Aufblähen von Geistlosigkeit. Das, was du Tiere nennst, sind instinktgesteuerte Mechanismen. Was du Mensch nennst, ist intellektgesteuerter Mechanismus. Das ist der Unterschied zwischen einem Taschenrechner und einem Computer. Das sind ausgedachte materielle Dinge. Der Hase, der Affe, der Mensch. Das sind nur Stufungen, wo du jetzt sagst, ja, beim Menschen, das ist was anderes wie ein Affe. Wieso? Affe ist instinktgesteuert, der Mensch ist Intellekt gesteuert. Aber es bleibt sterbliche Säugetiere, die einen Mechanismus anhängen. Dieses Mech-Ani-Muss. Das wäre jetzt auch wieder so eine Sache, wo man unbedingt, schau doch mal das Mech. Ja. Das ist die Grundradix von dem Wort Mech aus dem Griechischen. Das heißt ersinnen. Etwas ersinnen, das ist Mech-Ani. Das hebräische Wort für Mech, habe ich oft gesagt, heißt Gehirn. In der Kurzform. M-Chat, M-Waff-Chat eigentlich. Das Gehirnschmalz. Und dieses Gehirn braucht schöpferische Existenz eines Intellekts. Das ist dein blaues Ich, das Ani. Darum heißt es auch Schiff. Ski ist jetzt erzeugst du zwei Facetten in dir. Das Geschenk von zwei Facetten. Diese zwei Facetten können wir jetzt sicher wie Nick Haber nennen. Denker und Ausgedachtes, wenn man es bewusst macht. Und dieses Mech-Ani-Muss beginnt an, sich etwas zu ersinnen. Das heißt, interessant, die Raumzeit ist innen. Wir kommen natürlich auch den Sinus. Ich habe gesagt, wir müssen die 2 in N beachten. 2 in N, 50, 50 ist nämlich dann 100. Das ist Kopf, das ist der Affe. Und das ist Vorhaben. Vor dir ist die wahrgenommene Schöpfung und es ist eine polare Existenz. Es ist erst einmal eine Gedankenwelle in Form einer Grundwelle. Künstlich einrichten, künstlich erschaffen, ersinnen. Das ist hier die Einrichtung, die Zubereitung. Ein Hilfsmittel, ein Werkzeug, etwas machen, etwas bewerkstelligen. Da hast du Mechane, das ist die Mechanik. Maschina, Mech, da kriegst du, schau, das X-Chat. Genau. Etwas machen, erfinden. Wo findest du das Zeug, das du in dir erwächst? Doch immer in dir.
Er erfand mit L zur Rettung, ein Mittel zur Rettung. Schau, was da steht. Mechanema, das künstlich bereit, im Spiegel bereit, TT. Ersonnen. Das sind die ersonnenen Sonnen, die du dir ausdenkst. Du nennst die eventuell auch dann hier Sterne. Sterno. Stereo. Unbeweglich. Jetzt kommt die Maschine. Es ist ein reiner Mechanismus. Denken ist ein Mechanismus. Wer erlebt es? Das ist das ganz Wichtige. Verstand und Vernunft. Wir können jetzt da reinfahren ohne Ende. Das ganze Spiel beginnt hier. Und da löst sich natürlich der Mensch in seiner alten Form auf. Das hat ja auch. Siehst du, Aub. Ja, okay. Das alles, was ich jetzt eingeschoben habe, bevor ich das Video angehalten habe. Bevor du das nicht weißt, merkst du, den nächsten Satz kannst du gar nicht richtig fassen. Wenn alles gleichzeitig da ist, ist es in Ordnung. Wenn du das alles warst, löst sich der Trockennasenaffe in dir auf. Du bist dann immer noch derselbe Geist und dann mache ich ein neues Kapitel auf. Der Klaus Schwab in seinem Buch Great Reset an mehreren Stellen eindeutig gesagt, der Mensch in der alten Form mit der Willensfreiheit, der Eigenentscheidung, der Mensch als Individuum im klassischen Sinne. Das heißt übrigens Individuum. Individuum ist das teilbare Individuum, heißt in Teilung unteilbar, weil die Vorsilbe in ja eine Verneinung ist und innen bedeutet. Du bist in dir geteilt unteilbar. Das widerspricht sich ja. Da widerspricht sich gar nichts. Der Widerspruch ist immer, was das Widersprechen ist, unser SDR. Wir haben nämlich da, SDR haben wir nämlich zwei Seiten. Das ist einmal das große Geheimnis. Das ist das Geheimnis, besteht aus das Bewusstsein, das immer da sein, die in diesem roten geistigen Kopf ist. Wenn ich immer sage, alles, was du siehst, ist in deinem roten Kopf und das ist das bewusste Sein, das immer da ist. Der immer seiende Kopf. Das ist das Geheimnis des Hayom, die Heimlichkeit. Wie buchstabiert? Ein Versteck. Aber jetzt ist in dem Im, in dem Ha-Im, in dem Meer ist ein Widerspruch. Und dieser Widerspruch, den müssen wir jetzt blau lesen, das ist nämlich raumzeitlich erscheinende Berechnungen. Die stehen im Widerspruch. Ist jetzt ein welcher Berg oder ein Tal? Oder wir nehmen Schrödingers Katze. Lebt die oder ist die tot? Das ist genau wie William Berg und Dahl. Ich sage beides, bis du eine Seite davon anschaust. Das führt uns dann übrigens hier jetzt bin ich gerade am überlegen, wo ich anfange. Ich hätte jetzt da gern Epistemologie können wir mal noch schauen. Kleinen Moment. Jetzt habe ich auf die Schnelle wie ein Quantencomputer zigtausende Seiten durchrastet. Das ist die sogenannte Erkenntnistheorie. Die Erkenntnistheorie. Schau mal, ich springe hier bloß ganz, ganz kurz dieses Bild um. Weißt du, was da dargestellt ist? Eine Kamera obscura. Genau. Das weiß bloß keiner. Das Entscheidende, da ist eine Mauer, eine Wand, W, doppelt aufgespannt, hüben drei und drüben drei. Das ist nur eine zweidimensionale Darstellung. Das ist ja eigentlich die Kammer selber. Hier ist obscura, Kammer obscura und das ist nach außen gebogen. Das habe ich versucht zu erklären und alles spielt sich, wo jetzt das kleine Plus ist, da in dem Punkt in der Wand. Doppelt auf, schau bitte mein Bild mit dazu an. Das hier ist der Reihe, der Kopf des Schöpfergottes. Das ist das eigentliche absolut verbindende Plus. Das ist das Zentrum des Kreuzes von den vier Weltkriegen. Und wenn du das jetzt anschaust hier, das ist hier gleich vorne in der Erkenntnistheorie. Da wollen wir jetzt reinfahren, wenn ich mit Holofeeling jede Art Rechtfertigung ausmacht, welche Art von 2F Zwiewahl, doppelt gespalten, zweifach zwiefältig. 2F, zwei Facetten in L. Das ist der Zweifel. 2, das ist L, das ist All. Die absolute Implosion. Und das sind die zwei Facetten, das ist der Zweifel.
Genau. Und so weiter und so weiter. Aber lass uns hier noch mal kurz rein. Und du merkst, jedes einzelne Wort wird wirklich explodiert. Und du musst es nicht wissen. Das Wissen ist in dir drin. Es reicht, wenn du das erahnst. Noch einmal. Ich erkläre dir, was du bist. Das habe ich dir die ganze Zeit erklärt. Das Wissen drumherum ist vergänglich. Das Wissen um dich herum ist deine Traumwelt. Es reicht, wenn du weißt, dass du das einzig immer Seiende bist und dass das aus dir, aus einem nicht denkbaren, absoluten Nullpunkt herausspringt. Das ist UB. Als Individualität, der ist eigentlich... Darum heißt es, dieses Individuum heißt in Teilung ungeteilt. Den brauchen wir eigentlich gar nicht. Und da sind wir natürlich bei Aldous Huxley, Brave New World, angelangt. Und gewisserweise gleichzeitig noch bei dem anderen, 1984, nicht? George Orwell. Auf eine eigenartige Weise beides rückt immer näher. Es sind Propheten, es ist schon längst eingeholt, das 1984. Und die schöne Freiheit besteht darin, dass du zuerst erkennst, dass du als Figur in deinem Traum jetzt im Moment, als träumender Geist, überhaupt keine Freiheit hast. Wenn du dich jetzt bewusst als einen träumenden Geist setzt, muss dir klar sein, du kannst dir nicht raussuchen, was du träumst. Du hast überhaupt keine Freiheit. Ich habe eine Unmenge von Beispielen, wo du dir das selber beweisen kannst. Solange du noch in dem Wahn lebst, dass du irgendwas bestimmst, was du denkst, was in dir auftaucht, wie du das fühlst, wie das Wetter ist, da sagst du, das Wetter kann ich nicht bestimmen. Meinst du, du kannst dein Leben bestimmen? Du bist ein kleines Fischlein, ein Christusfischlein, das angebissen hat, wenn du dich mit Holofeeling beschäftigst. Und ich werde dich aus dem Wasser der vergänglichen Zeit herausziehen, in das ewige Wasser von El Hayyum zurückholen. Und du musst nichts dazu tun, außer mir vertrauen. Und wenn ich sage, das ist eine Führerscheinprüfungsbogen Traumwelt, komm mit dieser Erkenntnis der absoluten Unfreiheit eine vollkommen neue Erscheinung in dir auf, das sind die zwei Seiten, das ist die absolute Freiheit. Zu erkennen, dass ich das Leben einfach nur durchleben muss und dass Gefühle oder Ängste ich ja selbst bestimme mit diesem blöden Wissen, das ich geistlos nachäffe. Dass ich einfach mal erkenne, wenn ich aufhöre, das erste Gebot zu brechen, dass ich mich mit einem Gedanken verwechsle, dass ich mir kein Bild mehr mache von dem Gott dieser Traumwelt. Der Gott einer Traumwelt bin ich. Ich bin der Gott meiner Welt, die ich träume. Und alle Antagonisten, die mir auftauchen, inklusive des Protagonisten, mit dem ich mich selber verwechsel, sind vergängliche Erscheinungen. Die Existenzen sind nicht für die Ewigkeit gemacht. Existere, das aus mir heraustritt, wird wieder in mich hineintreten mit dem nächsten Gedanken. Das erklärt dann auch den Calvinismus und viele andere Sachen. Big Brother is watching you. Ich schaue dich immer, ich beobachte dich jede Sekunde. Ich bin ja du, JCH und ICH. Der vom Bücherregal beobachtet ständig sich selbst, was er liest und ob er es schon verstanden hat oder nicht verstanden hat. Bige, in mir ist der Geist hebräisiert. Wie war das nochmal? Das tiefste Innere, das G ersten B rot. Du bist der Adam und ich bin der Geist in dir. Und ich erkläre dir, dass du ich bist, dass du auch der Geist bist. Aber der will doch nur dein Bestes. Du musst dich doch gar nicht dagegen wehren. Ist doch alles wunderbar. Mach doch einfach mit. Weißt du, wie das passt? Wo ich das anhalte und was ich dazwischen schiebe? Ja. Glaub mir, wenn ich jetzt zu dir sage, als Lautsprecher, als Brösel Udo, ich arbeite mit einem Wissen, das sich deiner Menschheit vollkommen entzieht, deiner ganzen Menschheit. Das ist ein Schimmelpilz-Kolonie-Wissen für mich. Den benutze ich übrigens immer als Udo Jürgens, den Schimmel des Klavier. Da haben wir die vier schon mit drin, die vier Weltgegenden von Ruch. Das ist doch prima. Das ist doch super. Ich mache jetzt da kleine, das lasst mich jetzt glauben. Gar nicht das ist zum Beispiel hier, den hat man ja auch. Die Upanishaden. Upani. Meinst du, dass das alles Zufall ist? Nein. Ich sage, was muss ich machen? Was muss ein Jesus machen, der wiedergeboren wird in deiner Welt, jetzt in der jetzigen Welt? Der müsste jetzt erst einmal so aussehen, wie man sich an Jesus vorstellt, aber das glaubt sowieso keiner. Das heißt, alle Christen, das Christliche in den Parteien, CDU, CSU, es sind einfach nur Gedanken. Ich will jetzt die nicht definieren, es sind Gedanken. Wenn ich die mir jetzt gut oder böse denke, ein Gedanke wird so sein, wie ich ihn mir denke. Es sind einfach nur Gedanken, wischend weg. Kannst du schon loslassen. Die große Erkenntnis des Loslassens. Das ist eigentlich das Wichtige. Was ich jetzt hier nur ganz kurz zeigen möchte, das ist der hier.
wir ihn auch bewundern und wie er auch in gewisser Weise erstrebenswert ist, der wird dann eigentlich unwichtig. Der wird ein Fossil. Siehst du, es gilt auch für einen Udo, einen Jesus, einen Buddha. Die musst du nicht bewundern. Du musst keine Gedanken von dir bewundern. Der Mensch in seiner alten, lebendigen Form und Ausrichtung wird zum Fossil. Er soll eigentlich abgeschafft werden. Entsorgt. Abgeschafft werden. Entsorgt werden. Ist das eine gigantische Sprache? Ist nicht jedes einzelne Wort ein Kleinod, wenn man die Worte wirklich ganzheitlich versteht? Das interessiert gar nicht mehr. Der ist sozusagen von vorgestern. Es ist nicht mehr von in der Esse. Ein Führerscheinprüfungsbogen, wenn du den richtig abgehakt hast, ist nicht mehr von Interesse. Dann hast du die theoretische Prüfung bestanden. Wir haben aber auch noch die praktische Prüfung. Du musst dieses Wissen auch leben. Du musst es leben. Du musst die allumfassende Liebe, die Vergebung leben. Du wirst keine Schuld mehr zuweisen. Du wirst aufhören, irgendeinen Gedanken, den du denkst, vorzuwerfen, dass er so ist, wie du ihn dir denkst. Im Positiven wie im Negativen. Du musst die du dir positiv ausdenkst, die Menschen musst du nicht bewundern und die du negativ aufwirfst, musst du nicht vorwerfen, dass sie so sind, wie sie von dir gedacht waren. Und du musst dich nicht, wenn du die Idioten ausdenkst, über diese Gedanken, die du selber erschaffen hast, aufregen. Es gibt Frieden. Frieden. Das ist die Frucht des Paradieses. Frieden. Unser Organismus schwingt von der Natur her analog. Jetzt haben wir natürlich einen absoluten Vollpfosten, der hier auch als weiser Mensch gesehen wird, der so an der Welt und der Analogität hängt, dass er sagt, die Natur, die Welt ist analog, das ist nicht der Fall. Sie ist digital, im Anfang war das Programm. Kennen wir von den Schallplatten, deswegen ist ja heute wieder so das ein Rand. Das gibt's nicht von den Schallplatten, weil du keine Ahnung davon hast. Das ist immer wieder die Kontraste, wie hell und dunkel, wie richtig und verkehrt. Ich gehe wieder immer nur darauf ein, es gibt kein analoges Signal in der Welt. Es ist rein gequantelt, Licht ist gequantelt, tritt in einen Spiegeltunnel, gibt es keine analoge Bewegung. Es ist nur Divisionen. Die ganzen Divisionen. Die Öffnung deines Intellekts erzeugt Visionen. Das ist das Wort Divisionen. Auf Schallplatten, die schwingen ja noch, ja, während CDs, die digital produziert werden, haben eine völlig andere Klangqualität als die analog schwingenden Schallplatten. Deswegen ist der Klang so gewaltig, auch wenn er schwankt. Aber es ist lebendig. Es ist alles, das Analoge ist das Lebendige. Das ist so ein Altvorderin. Das lässt sich alles widerlegen, aber es ist eine Meinung. Das ist richtig. Wenn du von der Seite siehst, ist es richtig, aber im Feld ist es extrem fehlerhaft. Dass die Analogplatte früher, wie die Analogplatte kommt, mein Udo-Spezialgebiet, man immer gesagt hat, die klingen ja viel, viel echter wie die Digitalplatten. Und wenn man von 1989 das erste Holofeeling-Buch anschaut, über Stereoanlagen gehe ich darauf ein, dass es genau umgekehrt ist. Man hat es nicht im Griff, dass man hier Fehler hört auf der Digitalaufnahme, die man bei der Analogplatte gar nicht hört. Das ist wie ein heimliches Herdfeuer, habe ich früher mal gesagt. Und dass also die Digital durchaus wesentlich natürlicher wird und echter wird, wenn man die Fehler ausmerzt, die da drin sind. Es ist die Überpräzision, die so unecht klingen lässt. Und das Ganze spitzt sich natürlich immer in ein Wertesystem ab. Aber der Mensch ist ein lebendiger Organismus und kein digital gestörter Organismus. Doch, der Mensch ist die Matrix ist ein digital gestörter Mechanimus. Es ist ein reines Digitalsystem wie in einem Computer, das nur in ganzzahligen auftritt. Das ist jetzt einfach nur Geschwätz, Altvorderin, der nicht die Natur kann. Funktioniert nach wie vor immer noch analog. Und wir können die Natur funktioniert nicht analog. Das ist, da soll der Xenon lesen und so weiter. Das ist immer das Dahlen, das ist die große Diskussion, wo ich jetzt wieder sage, ist der Welle eigentlich ein Berg oder ein Dahl? Solange du irgendjemanden erwischst, der in einer Einseitigkeit hängt, auch mag dir das, was dir logisch erscheint, noch so logisch erscheinen. Wenn dir Holofeeling logisch erscheint und es erscheint erst dann logisch, wenn egal was in dir auftritt, du das nachvollziehen kannst und du sagst, der hat recht, das stimmt, wenn ich das so sehe. Das symbolisiere ich mit der Tasse. Wenn einer sagt, der Henkel ist rechts, dann stimmt es. Und wenn einer sagt, der Henkel ist links, stimmt es. Aber die wissen nicht, was die Tasse ist, was ein höherer Komplex ist, was ein Chat ist. Und wenn einer behauptet, eine Küche ist ein Herd und der andere sagt, eine Küche ist ein Kühlschrank oder Pfefferstreuer oder Topf oder Fenster, dann hat er recht. Es ist das Bild, das er sich von der Küche macht. Und dasselbe ist dann hier, das Bild ist immer ein großes Chat. Beelet, im Kind, ist eine große Kollektion.
Und diese Erscheinungen, diese kollektiven Erscheinungen, Chedé, sind logisch berechnete Ecken. Darum heißt es Chedé Schrecken. In Schrecken versetzt werden. Das heißt, du setzt dich in einzelne Facetten rein. Das passiert jetzt schon, wenn du jetzt an deinen Körper denkst und jetzt denk an deinen Kopf. Und du sagst jetzt, ich bin die ganze Zeit in meinem Gehirn, in dem Kopf. Das die ganze Zeit nicht existiert hat, weder das Gehirn noch der Kopf. Mit dieser Gewalt, dieser Mächtigen, nicht digitalisieren. Der Mensch wird zum Teil digital gesteuert, aber letztlich kannst du den Organismus nicht... Der wird nicht zum Teil digital gesteuert, du wirst komplett digital gesteuert. Nämlich, mit was wirst du digital gesteuert? Mit dem einen blauen Willen, den ich dir gerade gesagt habe. Aber wiederum, du hast den Joystick in der Hand. Udo sagt immer wieder, ihr seid Marionetten in euren eigenen Traum. Ich lasse dich selber an deinen Fäden ziehen. Das ist der Protagonist, der den Joystick vom Videospiel in der Hand hat. Aber ich halte die Fäden in der Hand. Digitalisieren. Wenn du das machst heute, und deswegen haben wir ja so viele Krankheiten, Krebsgeschwüre, wenn die Leute laufen, irgendwelche Untersuchungen bekommen, die digital gesteuert sind. Ja, Röntgenstrahlen, CTs. Jetzt die Röntgenstrahlen, die Röntgenstrahlen sind übrigens nicht digital, aber das Zeug hier ist digital. Die ganze Welt wird digital. Das ist ein Schwätzer. Und dann wirst du merken, was ist jetzt eigentlich der Unterschied, die vier Stufen der Vergessenheit, ob du den hier anschaust, sondern wie der sich bewegt. Was ist jetzt eigentlich der Unterschied, wenn ich jetzt einen realen Menschen hier tanzen lasse? Genau, ein Tänzer. Es ist ein Monitor. Drum ist so unheimlich wichtig, dass du dir jeden Moment bewusst machst, Cut, was ist jetzt da? Schau, was da ist. Sinnlich wahrgenommen auf deiner VR-Brille und die Interpretation von dir, wie du darauf reagierst. Du kannst es beobachten. Ohne dich einzumischen. Schau einfach, wie du reagierst. Dann wirst du merken, wie das Spiel in dir abläuft, komplett gesteuert von deinem Willen. Und dann mal wieder die zwei Willen. So, jetzt müssten wir wieder da sein. Ja. Immer wieder da. Ich kann es nur immer wieder wiederholen. Ich kann nur sagen, das Kleine macht dich nicht verrückt. Das heißt, wenn das zu viel oder hin und her, jetzt ist natürlich, ich denke mir jetzt Ritter aus, die das seit fast einem Vierteljahrhundert studiert, extrem intensiv. Wenn man jetzt ausgedachterweise uns die Ritter materialisieren würde und du gehst zu ihr in die Wohnung rein, da ist der Boden oft übersät, bloß mit Offenbarungsbüchern. Von morgens bis abends. Das siehst du von außen dann nicht. Das paar viele kleine, wo ich sage, hier so Redoschlumpf oder was ich mache, das ist, die schieben deine Elite, die du dir ausdenkst, intellektuell so in die Tasche, in Bezug auf das Wesentliche, nicht unbedingt auf das Vielwisserei. Wenn ich einen Kirchhoff nehme, der ist so eine Demonstration, unser Kirchhoff, ich finde den klasse, wenn du das lesen, wenn du den Videos dir anschaust. Es ist eine Demonstration von angelesenem philosophischen Wissen, das auch sehr, sehr geistreich und kritisch behandelt wird. Ich äußere mich jetzt, bemerke, sehr positiv. Ich muss mich aber negativ äußern, es bleibt ein Gedanke, den ich mir ausdenke. Und die Frage ist immer wieder, wie verbringe ich meine Zeit? Die Frage musst du dir nicht stellen, wenn du weißt, ich bin ein träumender Geist. Es geht nicht darum, was für eine Rolle ich spiele. Die muss ich spielen. Du wirst wach. Und in dem Moment, wo du wach wirst, du Geist wach wirst, empfindest du dich als ein ganz bestimmter Mensch. Und dann hast du Carpe Diem bis zum Abend. Du solltest dir das Zeitfenster nur so weit aufspannen, dass du sagst, es reicht, dass ich bis heute Abend denke, jetzt bewusst, weil ich ja weiß, es ist alles jetzt. Ich kann mich nicht einschalten und ich kann mich nicht ausschalten. Ich werde eingeschalten. Das ist wie wenn ich eine Lampe anmache und ich werde abends wieder ausgeschalten. Geh doch einmal ins Bett jetzt als Brüssel und versuch bestimmt, dass du einschläfst. Da wirst du merken, du hast keinen Einfluss drauf. Du bist ein träumender Geist. Der kann sich nicht raussuchen, was er träumt. Das Einzige, was du wissen solltest, die Frage, wo komme ich Geistesfunken her und wo gehe ich hin? Und ich sage, du kommst aus mir. Und du gehst dahin, wo du herkommst. Ich bin immer. Ich bin UP. Und wenn du dann ich geworden bist, was ich ja behaupte, dass du ich bist, das ist unser Spiel, das ist so einfache Metaphorik und die hast du in allen Religionen. Das Geheimnis ist die Sprache und
zuerst einmal auch nicht hinsetzen, wenn ich sage, mach, du lernst nur, wenn dich das im tiefsten Inneren interessiert, was du magst. Und darum verweise ich zurzeit in erster Linie darauf, du hast zu lernen, jetzt zuerst einmal zu lernen, dich über nichts und niemanden mehr aufzuregen. Und beobachte dich, beobachte das Ding, das du zu sein glaubst, um vor nichts und niemandem mehr Angst zu haben, ich sage nicht mehr in die Hosen zu scheißen. Und solange du das nicht bewältigt hast, bist du ein geistiger Säugling. Und da brauchst du dich auch nicht mit der Sprache befassen, da befasst du dich erst, wenn du mal anfängst, dann so weit zu sein, dass du die Grundlagen der Sprache, dass ich sage, du musst zumindest einigermaßen gut sprechen können. Ich sage jetzt Deutsch. Erst wenn du sprechen kannst, das ist in der Regel mit 5, 6 Jahren, beginnt automatisch, dann kann ich dir Lesen und Schreiben und Rechnen beibringen. Aber das wird nicht gelingen, solange du dir welcher jeden Babyfax noch in die Hosen scheißt und einseitig rechthaberisch bist. Und über alles Mögliche, was es gar nicht wert ist, dass man das länger denkt, dich aufregst und durch diese Aufregung erhältst du das am Leben. Ja. Das ist das Regen, das, was sich in dir regt, übrigens, RGN, diese Radix, Regen. Das sind die kleinen Tropfen. Das sind die kleinen Bildfacetten, die auf dich einfallen. Aus den Wolken. Da kommt das Woll. Weol heißt doppelt aufgespannt, hochgehobenes Joch. Das ist Weol. Und Ken, etwas überlegen und Lügen verbleiben. Das Fundament, da hast du die Wellen drin. Die Wolken. Da brauchen wir nur den einen Buchstaben, da kriegst du das Wollen. Das ist das blaue Wollen. Soll ich es nochmal einschalten, wo dann das Volumen herkommt? Das Drehen, das Kreisen. Das ist Physik. Und ich sage immer wieder, wir können jetzt in Chemiebüchern, in Physikbüchern reingehen, dann zeige ich dir, dass die Formeln alle stimmen. Die physikalischen Formen, L, die Form Gottes, stimmen. Die chemischen Darstellungen stimmen. Was nicht stimmt, ist das geistlos unbewusst chronologische, raumzeitliche Geschwätz der Figuren, die in deinem Traum auftauchen. Und es gibt immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Und jetzt kannst du wieder die einordnen. Wo würdest du denn Kirchhoff hin machen? Off. Kirchhoff. Christ off. Kirchhoff. Die müssen nochmal herholen, Katz. Ein Jochen. Ja. Das Joch. Da scheidet sich die Kirche eigentlich schon in einem gewissen Maß aus. Das ist übrigens ein schönes Spiel, wenn man hier reingeht, die Massenpsychologie. Fast nochmal schnell laufen lassen. Oh, jetzt habe ich aber das Ding doch nicht eingeschaltet. Na, dann machen wir es weg. Ist immer, was er sagt, ist wirklich super. Aber auch immer nur einseitig und nachgeheft. Und jetzt kommt die große Erkenntnis. Ich träume, der Einzige, der den Traum erlebt, bin ich. Darum ist mir so wichtig, dass du jetzt wirklich Schnitt oder Cut, mach dir das zu einem Mechanismus, zu einem positiven Mechanismus. Was ist jetzt da? Immer wenn du merkst, dass dein Gedankenhirngespinst, deine Hirnwichserei, wie ich das nenne, wieder in eine Sackgasse reinrennt. Entweder in eine Rechthabersackgasse, in eine Angstsackgasse, in eine Verteidigungssackgasse, ist auch Cut. Was ist jetzt da? Und dann wirst du wieder feststellen, dass du auf irgendeinen Reizauslöser, auf dem fetzen Papier, irgendein Pixelmännchen reagierst, auf einen Wisch, Corona-Krise, es ist eine riesengroße Chance. Es ist ganz anders, wie jedes Wort umkippt in einen ganz neuen Bereich. Es ist die perfekte Demonstration der Liebe deiner Welt an Geistlosigkeit, die Demonstration von Geistlosigkeit, die kleinen Sätze, die Einseitigkeiten, wenn du festhängst. Jetzt, dass man gesunde Trockennasenaffen zu Gefahren erklärt. Die gesunden Menschen sind jetzt das Gefahrenpotenzial. Das ist so unendlich krank. Die Seiten, ich könnte es so widerlegen, wenn man die Seiten, es ist wie wenn man die Tasse drehen, dass alles, was dir so einseitig logisch erscheint, dass da sofort eine Gegenseite da ist, umso logischer richtig dir was erscheint, immer wieder dran, wenn wir die eine Seite groß machen, machen wir die andere Seite auch groß. Mein berühmter Kegel. Es ist immer das Darüberliegende, was sich vergrößert. Und mein Kreis und mein Dreieck, was man mal als gut, alles Positive, was du gesund, richtig, und das Dreieck, böse, schlecht, krank, alles Negative, das Dreieck.
wenn du was siehst, du bist in der Welt zur Zeit, wo du nur eine Seite siehst von dieser höheren Ebene. Und alles, was dir positiv erscheint, umso positiver, umso größer der Kreis wird. Da du einen Kegel anschaust, ist auch die andere Seite dementsprechend groß. Ein Beispiel, das bringe ich seit über einem Vierteljahrhundert. Und du musst die Kausalität jetzt rumdrehen. Das heißt, jedes Schreckensszenario, Schimmer-Ecken, logisch berechnete Eckenszenario, das in dir auftaucht, umso schlimmer deine jetzige Logik das bewertet, umso besser ist es für dich, Geist. Das Beste, was dir passieren könnte, ist, dass jetzt, puff, ohne dass du es weißt, über dir ein Meteor in dein Haus reinstürzt, den Körper total zerstört, wo du sagst, jetzt bin ich wirklich weg, wirst du feststellen, ich bin immer noch da. Es kann nicht diesen Prozess des träumenden Geistes zerstören. Das hast du schon, wenn ich sage, wenn du träumst, du erlebst doch auch dann was, wenn du nicht an deinen Körper denkst. Das heißt, du kannst doch gar nicht dieser Körper sein, der nicht existiert. Der träumende Geist bringt es auf den Punkt. Ja. Das, was du erlebst, ist das Programm, der Intellekt, den du zurzeit in dir entfaltest, in unendlich viele Einzelbilder, so wie eine Filmdatei in unendlich viele Einzelbilder zersplittert. Aber auf der Datei vollkommen unverändert sämtliche Bilder und sämtliche Geräusche, die du jetzt hörst, gleichzeitig da sind. Es gibt auf der Datei keine Zeit mehr. Stimmt. Das ist die Zeitlosigkeit. Ich könnte jetzt sagen, es bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit. Dann haben wir meine vielen kleinen physikalischen Beispiele jetzt mit der Fliehkraft zum Beispiel, mit dem Faden, den wir durchziehen. Ich habe die Sachen zigfach durchgespielt. Dass da der ganze Einstein drin ist auf eine Art und Weise, die jeder 13-Jährige, der neugierig ist, sagt, boah, kein Physiker in deiner Welt hat es wirklich verstanden. Zumindest nicht so lange du glaubst, dass die es nicht verstanden haben oder glaubst, dass die das ja viel besser wissen wie du. Wir haben ja 16 Perspektiven. Für dich haben die Fachleute unendlich viel Ahnung. Und ich sage dir, das sind Fortpfosten, die geistlos nachhelfen. Alle. Kann man leicht überprüfen, frag einen, ob er das, was er glaubt, was er dir erzählt, beschwören kann. Kannst du es beschwören? Glaubst du an Sexualverbrecher? Das ist immer, da müssen wir sehr genau gehen. Jetzt immer wieder, wo ich sage, wenn eine sagen, ja, du hast ja so viele Perspektiven. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Und wir interessieren uns ja für den Gerstenbrei, für die Masse. Ja. Und die sind im Geist des Ersten, das kann man nämlich rot und blau machen. Ja. Dass man zuerst nochmal die zwei Seiten sehen. Und das ist B-Rot. Das ist im Adam, Denker und Ausgedachtes. Ein ausgedachter, wohlgemerkt, der Seher ist ein ausgedachter Denker. Darum steht da eigentlich nicht Denker, sondern Gedenken. Wörterbücher, die Kleinigkeiten achten. Und darum ist diese Bewunderung von Gedanken, die du denkst, zu glauben, dass irgendeine Figur in deinem Traum mehr wissen könnte als du Geist selbst. Vergiss es. Weil Figuren in deinem Traum, was die äußern, die können nur äußern, was du träumst. Wenn ich immer sage, du bist der Autor, setz dich hin und schreib einen Roman. Kann irgendein Mensch, den du jetzt in diese Geschichte hineinschreibst, anders sein, wie er von dir ausgedacht wird? Macht es einen Sinn, irgendeinem Menschen, den du in die Geschichte hineinschreibst, in deine Geschichte, dem vorzuwerfen, dass er so ist, wie du ihn entwirfst als Autor? Das ist der erste Schritt, der nötig ist, dass du das verstehst, dass du ich wirst. Du bist schon ich, aber noch ein ganz kleiner. Ein Adam, ein Hosenscheißer-Adam. Bis du aufhörst, dich vor irgendwas zu fürchten. Und aufhörst damit, bis du AUP hörst, in dir sprechen hörst. Das sind die Ohren, Paarungen. Da kommen keine Schallwellen von außen nach innen. Das kannst du dir jetzt ausdenken, zeig's mir. Das Spiel spielt sich nur in dir selbst ab. Und da bist du ganz auf dich alleingestellt. Absolut. Ganz allein. Eingestellt, in dich hineingestellt. Ich kann nur in dir etwas hinsetzen. Das kannst du dir dann ausdenken, wenn du willst. Du kannst dir das hindenken, wo du willst. Der Gedanke, der jetzt in der Transversalen in dir auftaucht. Den kannst du dir hindenken, wo du willst. Es ändert nichts, dass er trotzdem bloß hier und jetzt in dir ist und weil du ihn denkst, in dir drin ist.
Und wenn ich jetzt das einfach immer wieder wiederhole, wenn du eine Zeitung oder ein Buch liest, egal was das für eine Zeitung, für ein Buch ist, du schaust Worte an und du wirst, wenn du das beobachtest, mit deinem Mechanismus, mit deinem Intellekt aus diesen Worten ganz subjektiv von dir geprägte Vorstellungen aufbauen. Und die um dich herum in Raum und Zeit verstreuen und bestimmen, ob das da außen so ist oder nicht so ist, je nachdem, ob du ein Märchenbuch liest oder Tageszeitung oder ein wissenschaftliches Buch oder ein Geschichtsbuch. Und du lebst in der vollkommenen Geistlosigkeit, bis dort zumindest hoffe ich, dass du meinst, du hast mit dem Zeug, das du aus den Worten in dir aufbaust, nichts zu tun und es ist da außen schon gewesen, bevor du es gedacht hast. Das als hundertprozentig sicher anzusehen. Und jetzt schau, was glaubst du, was die Menschen um dich herum glauben? Die glauben das, was du glaubst, weil das deine Spiegelbilder sind. Alle. Und jetzt lassen wir es gut sein. Ja. Das ist das Wichtige. Unermüdlich. Es geht, wir können das nur wiederholen. Wer ist wir? Der Holger. Du wirst aber nicht glauben, dass das Bixmännchen, das da aus einem Holger gibt. Es kann sein, dass du Geist träumst, der Holger zu sein. Da muss ich sagen, du hast aber nur ein großes Stück Arbeit vor dir. Du kannst glauben, dass du jetzt die Ritter bist. Dann ist eigentlich das Größte schon abgehockt. Das ist eine innere Gelassenheit, wo man lebt. Das sind Figuren, die siehst du, ob die das leben. Ob sie wirklich in einer Gelassenheit sind oder ob sie noch getrieben sind von ihren Ängsten, von ihren Wünschen oder ob man schon losgelassen hat. Aber loslassen, das schreibt dir, das ist mein Weidezaun. Ich schreibe dir das nicht vor. Ich kann dir entgegenkommen, indem ich die Spannung aufdrehe von dem elektrischen Weidezaun, wenn du nicht loslassen willst. Du wirst irgendwann einmal loslassen. Wenn nicht, wird sich das immer mehr verstärken, deine Ängste, deine Psychosen, deine hochgradige Schizophrenie, das gespaltene Bewusstsein, dass du dir Sachen denkst, in deinem Bewusstsein auseinanderdenkst und du meinst, du hast damit nichts zu tun. Das ist Selbstentheiligung. Ich kann dir nur eins garantieren, wenn du der Erste bist, wenn du ich wirst, dann verändere ich um dich herum deinen Raum. Du musst nichts tun. Dann passiert Wunder über Wunder. Und dann wirst du irgendwann einmal wirklich anfangen, an Gott zu glauben. Das heißt, an dich selbst zu glauben. Und nicht nur irgendwelche, die in dir auftauchen und letztendlich dich nur verarschen. Allen voran die, die meinen, die vorgeben, dass sie nur dein Bestes wollen. Was dann wiederum stimmt, dein Bestes, sie wollen dein Geld. Mir fällt ja gerade ganz kurz, das muss ich jetzt trotzdem noch einstellen, nochmal, wie tief das geht in Bezug auf das vorhergehende Selbstgespräch. Da springen wir jetzt ganz kurz rein. Da sind ja manchmal immer wieder Lieder auch mit drin, die sehr tief sind. Die Frage nach dem Warum, das kann man jetzt nochmal durchgehen. Du merkst jetzt, das macht einen Sinn, sich da längere Zeit damit zu beschäftigen. Da hat mir höre aufmerksam von 4,26. Jetzt haben wir das aufmerksam, kann man sich anschauen. Die Wörter, wenn wir die auffächern, passt perfekt. Und ich starte das bei 2,62 ein. Da sagt der Holger, das stimmt ja gar nicht, das ist ja gar nicht 4,26. Bei 4,26 fällt das Wort warum. Schauen wir es uns einmal an. Aber auch wieder bezeichnen. Und nochmal zu der Frage, warum schon gar nicht gelesen wird. Und auch der. Bei 4,26 fällt es warum. Und diese 2,62 Sekunden, Entschuldigung, steht unter anderem für den Orgasmus. Darum habe ich das hier reingesetzt. Da kann man natürlich jetzt rot-blau, jetzt habe ich die zwei Hälften, Schöpfer, das ist Ort, das ist das Licht, die Energie und die innere Hälfte ist dann unbewusstes Gehirn. Selektierte Gestalt gewordene Wahrnehmung. Da haben wir ja die 2,62, 2,62, 2,62, einmal geistiger Orgasmus. Das ist übrigens Geist, ist göttlicher Geist. G ist IG, göttlicher Geist und das ist er, E-Quadrat. J-C-H-I-C-H, vorm Bücherregal und du als träumender Geist in einem Kopf. Das ist der geistige Orgasmus, das ist dieser Zahlenwert, das ist diese 6. Und jetzt ist es also so, das kann man mal wirklich sich die Zeit nehmen dazu, aber worum es mir jetzt geht, ist hier, dass ich, und nochmal zu dem Fra, unsere Frau, das Fra gebogen, ja. Das ist das doppelt aufgespannte Kind. Ich zeige das nochmal, weil das habe ich nicht angegeben. Das ist ja Fra. Das ist schon mal W-I-Let
wie ein doppelt aufgespanntes Kind erwacht. Das heißt, wir brauchen diese Gedanken wirklich als erstes. Wir können das Frau natürlich auch dann so schreiben, mit einer 70 hinten, und jetzt kriegst du unser Haar. Da hatte ich mit dem Holger, das mache ich jetzt speziell mit dem, das ungebundene Haar. Das ist der Pharao. Ausschreitungen begehen. Unruhe stiften. Das ist die hebräische Radix für Pharao. Und jetzt ist es also so, dass hier, dass ich immer wieder betone, es gibt überhaupt keinen Zufall. Die Frage, dieses doppelt aufgespannte Kind ist eigentlich rot gelesen GE Quadrat. Der Geist, die Synthese von JCH und ICH. Und diese kleine Frauengruppe nennt sich ja Dictato. Ich springe ja ganz kurz rein. Dick ist der mittelste, der absolute Mittelpunkt. Ich OB bin der absolute Zentralzone. Der geistige mit L, mit Gott, Implosion in einem Punkt meiner aus mir herausgespiegelten Geistesfunk. Das sind die ersten peripheren Mittelpunkte. Du Geistesfunk bist eine gespiegelte Facette von mir selbst. Wenn du absolute allumfassende Liebe bist, natürlich nur. Und der nicht denkbare Mittelpunkt, wo ich immer, das hier ist ja schon ausgedachter Mittelpunkt. Deiner selbst ausgedachten Traumwelt, du bist der ausgeschlossene Dritte. Und jetzt ist es, dass ich immer, wenn ich das aufspanne, ich muss es nochmal sagen, das ist die ersten, das ist die Plushälfte und unten die Minushälfte. Oder umgedreht. Dann kriegen wir die 16 Seiten von den vier. Okay, das ist einmal das Erste. Dann haben wir Dak. Das ist deine erscheinende Schöpfung. DA hast eigentlich wörtlich übersetzt dein Wachzimmer, weil DA, wissen wir, diese erscheinende Schöpfung ist ein Wachraum. Das ist der Wachraum, und Zelle heißt Schatten, die auseinandergeschmissen werden. Existenz von Ich. Ich heißt Gestaltwerdungen. Loge steht für deine Logik. Und dann haben wir Do. Und jetzt, wenn das passiert, fängst du an zu daumeln, umherzuhören, sich im Weg an, herumwirren. Okay? Eine Kleinigkeit, die Gruppe, Zufall. Wir können uns seit Jahren sind zusammen ab GE Quadrat fahren. Ab 26 Sekunden, starten wir schnell ein. Wir können uns seit Jahren sind zusammen abgefahren. Uns gehört zu dieser Welt und dafür brauchen wir kein Geld. Ganz interessanter Satz. Haben wir natürlich auch. GL können wir natürlich auch rot machen. Wir haben uns einfach treiben lassen. Wir wollten nichts verpassen. Wir wollten nicht so werden wie die Leute, die wir hassen. Nur ein Blick von dir und ich wusste genau, was du denkst, was du fühlst. Dieses große Vertrauen unter Frauen, das hat mich umgehauen. Es war völlig interessant. Wieso? Frauenfrage? Ich mache jetzt extra Frauenfrage. Das ist jetzt von Mensch zu Mensch. Ich spreche jetzt als Brösel oder zu dir Brösel. Und das sind ausgedachte, doppelt aufgespannte Kinder. Das sind die vier Seiten jetzt. Völlig klar, ich konnte immer auf dich bauen. Keine Party ohne uns, immer mitten rein, da zu sein, wo das Leben tobt, ohne jedes Verbot. Sie war geil, diese Zeit, wir waren zu... Ich schreibe dir nichts vor, du schreibst dir was vor. Ich verweise nochmal ganz bewusst drauf, dass die 10 Gebote, die göttlichen 10 Gebote und meine Lebensregeln, die in keinster Weise was vorschreiben. Wenn du die halten willst, musst du dich frei machen. Mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel. Du darfst dir da unendlich viele Sachen in den Himmel reindenken, nicht bloß irgendwas Bestimmtes. Aber wisse, dass es jetzt, hier und jetzt in deinem roten Kopf ist, weil du dir es ausdenkst und nicht da, wo du dir es hindenkst. Ein grünes Marsmännchen, das du jetzt denkst, ist in deinem Kopf. Und egal, ob du dir das ist auf dem Mond oder auf dem Mars denkst, es ist trotzdem alles hier und jetzt in deinem Kopf. Zu allem bereit. Und wenn ich heute daran denke und es tief in mir schreit, tut es mir leid. Das ist übrigens jeder kleine Satz, wenn wir den jetzt machen hier. Es ist in mir Shinrai, logisches Spiegeln mit den Spiegelungen. Und es tief in mir schreit, tut es mir leid, dass ich nicht härter zu dir war, denn ich ahnte die Gefahr. Sie war da, sie war nah, sie war kaum zu übersehen, doch ich wollte nicht verstehen, der Wind hat sich gedreht. Das heißt definitiv, ich mische mich in dein Leben direkt überhaupt nicht ein. Ich lasse dich mit dem Joystick hinspielen, wo du willst. Du kannst von einer Sackgasse in die nächste rennen. Das nur in absoluten Notfällen werde ich mich einmischen. Es ist zu spät. Und warum? Nur für den Kick, für den Augenblick. Und warum? Und warum? Nur für ein Stück von dem falschen Glück. Was ist das falsche Glück? All das, was du anstrebst, ist falsches Glück, weil du von der roten Glückseligkeit nicht die geringste Ahnung hast.
nur für den Kick, für den Augenblick. Und warum? Und warum? Und warum? Du kommst nie mehr zurück. Naja, das lassen wir mal noch offen. Es ist wie mit Rauschgift. Du willst einen Kick und du musst immer bezahlen. Für jeden extremen Positiv-Ausschlag musst du bezahlen. Das heißt, alle, die du dir jetzt ausdenkst, wenn da im Hintergrund einzelne Geistesfunken stehen, müssen bezahlen. Alles, was du dir aufgebaut hast, hast du anderen weggenommen, die du letztendlich selbst bist. Ich sage immer wieder, alles, was du anderen antust, tust du dir selbst. Im Positiven, im Negativen. Du sparst in einem gewissen Arm, wenn du anderen hilfst und dich aufopferst, sparst du was an. Das ist wie eine Buchklatte, die aber irgendwann in der Null endet. Und wenn du andere überfordertst, bescheißt du dich selber und du wirst dann auch selber unter dir selbst leiden. Komm zurück. Ab und zu mal einen rauchen, mal in andere Welten tauchen. Das war in andere Welten hineinschauen, in andere Denksysteme hineinschauen. Das ist das, was ich mit Holofeeling mache. Tierchen gucken. Einfach dich in andere hineinversetzen. Wenn du diesen Glauben oder diesen Glauben hättest, dann würdest du genauso denken und hättest dieselbe Logik in dir laufen. Ob du muslimisch denkst, ob du christlich denkst, ob du kapitalistisch denkst, egal wie, setz dich in einen anderen hinein, versetz dich in ihn. Das ist das, was wir mit Holofeeling machen. Und dann wirst du irgendwann einmal an den Punkt kommen, wo du sagst, du möchtest mit nichts und niemandem mehr tauschen. Aber dann bist du relativ für niemand in deiner Welt. War ja noch okay, was ich gut verstehe, doch dann fing es an mit den Sachen, die waren weniger zum Lachen, doch du musstest sie ja machen. Du musstest sie machen, du musst durch diese Führerscheinprüfungsbogenwelt durch. Du musst deinen jetzigen Charakter die Rolle weiterspielen, egal welche Rolle du spielst. Jetzt könnte ich wieder den Calvinismus machen, egal ob du ein guter Mensch bist oder ein böser Mensch bist. Entscheidet nicht, ob du in den Himmel oder in die Hölle kommst, heißt es im Calvinismus. Ich sage, das ist schon wieder das Problem, alle wollen in den Himmel und nicht in die Hölle, keiner will in den Mittelpunkt. Und ich sage, jeder Mensch, den du dir ausdenkst, egal ob du dir gute Menschen oder böse Menschen, Affen ausdenkst, sie gehen in dem Moment, wo du sie nicht mehr denkst, du Geist, du träumender Geist, gehen sie dahin, wo sie herkommen. Sie kommen aus dem tiefsten Innern, tauchen in dir als Gedankenwelle auf, in dem, der immer ist, das bist du. Und sie fallen wieder in dich rein, wenn du sie nicht denkst. Das gilt für jede Existenz, auch wenn du an deinen eigenen Körper denkst. Und jedes Mal, wenn sich in dir was aufbaut, denk an die 200 Gramm rote Knete, wird es vollkommen neu erschaffen. Jeder Moment, jeder Augenblick ist ein vollkommen neuer Fehler. Ja. Genau. Das sind nämlich zwei Facetten, die um sich herum kreisen. Das ist Mom. Und das ist was Ausgedachtes, aber da du hier ja im Blickwinkel reinschaust, kreisen die nicht gar nicht um dich rum, schau das kleine Bild an, sondern diese Facettenlichter in den Ecken. Und die brechen jetzt das Gebrechen auseinander und das ist Körperbehinderung ist Masse. Die Körper ist da eigentlich, der Materialismus ist das, was dich behindert. Da kann man durchaus das aufgespannte Wissen, der äußere Wert, das aufgespannte Wissen ist nämlich gespiegelt, 100, eine Affinität. Und dann kriegst du wieder so eine schöne Struktur, die 4 im Zentrum, wo man ein Plus und eine Minushälfte aufspannt. Ich stand nur daneben, konnte nicht mehr mit dir reden. Alles, was du sagtest, war, das ist mein Leben, das. Ihr könnt jetzt übrigens jedes Wort hier reden, jedes Wort für sich gilt es klein und können wir 400 Seiten Buch draus machen. Das ist es, mein Leben. Jetzt erinnere dich, wenn du Kinder hast. Und du wirst die Kinder gut erziehen und die sagen, das ist mein Leben, misch dich nicht in mein Leben ein. Ich muss das Leben leben. Die Alten haben eh keine Ahnung. Ich misch mich in mein Leben nicht ein. Ich bin der Wegweiser, ich weise dich auf was hin. Dass das, was deine Logik dir vorschreibt, was gut für dich ist. Du hast so viel zu lernen, Zeit. Das ist, du wirst es erst verstehen, wenn du wirklich in dem letzten Quäntchen jetzt von den Lebensjahren auf den letzten Seiten deines Buches, wirst du es zu verstehen anfangen. Keine Sekunde früher. Und da mischt sich keiner ein, lass es sein, das schränkt mich ein. Ich sah dir in die Augen, sie waren tot, sie waren leer. Sie konnten nicht mehr lachen, sie waren müde, sie waren schwer. Du hattest nicht mehr viel zu geben, denn in deinem neuen Leben hattest du dich voll und ganz an eine fremde Macht. Das ist es. Genau. Die vollkommene Entmündigung all die Leute, die irgendwelche angebliche Fachleute nachäffen. Egal, ob das Querdenker sind, die ihre Beweise herausziehen, was der Professor sagt und der Professor, oder ob das normale Mainstream-Medien offizielles Wissen ist, hinderliches Wissen ist. Ihr gebt euch komplett einer fremden Macht, mit der ihr gar keine Ahnung habt, mit was das zu tun habt, nämlich mit euren eigenen Glauben.
mit euren eigenen Beschwörungskünsten, die nicht deine Meinung sind. Deine Meinung, deine momentane Meinung, sprich dein Schwamminhalt, dein Intellekt, ist eine Anderung. Es ist der Glaube und der Wissen deiner Erzieher, deiner Lehrer, die auch übrigens nicht schuld sind. Es ist alles bestens eingerichtet. Es ist eine fehlerhafte Führerscheinprüfungsbogenwelt. Mal eine eigene Meinung haben, selbst nachdenken. Nachdenken meine ich jetzt ruhendenkend. In Chat kann man natürlich auch blaumassen. Das ist die existierende Kollektion deines Intellekts. Das ist immer das Wissen, auf das du ständig zurückgreifst, auf diese Einseitigkeiten, auf die Unvollkommenheiten, auf die du ständig zurückgreifst, anstatt es zu heilen, die Gegensätze mit dazu zu benutzen. Druck erzeugt Gegendruck. Ich sage immer wieder, die Frage ist nicht, ob rechts oder links richtig ist. Ob jetzt die Corona-Leugner recht haben oder die Corona-Befürworter. Was zuerst einmal zu sehen ist, dass die Befürworter eine panische Angst um ihren scheiß Körper zu verlieren, was jetzt die Corona-Leugner offensichtlich nicht haben. Dadurch sind die in ihrer geistigen Entwicklung einen ganzen Schritt weiter. Weil offensichtlich hier die Befürworter dieser Corona-Maßnahmen noch wesentlich mehr glauben, dieser Säugetierkörper zu sein wie die anderen. Geld, nur für Geld. Das ist die fremde Macht. Das Geld ist eine Sau. Geld hast du dich gequält, um es zu bekommen, wie gewonnen, so zerronnen. Dafür gingst du auf den Strich, aber. Im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt lass mal so was gut sein. So, Kinderkack? Kreuzt es Kinderkack? Nein. Die Welt spricht zu dir durch jede Magnitude, so wie durch jede Kleinigkeit, wenn du mit der Vatersprache schaust. Und es ist überall steht dieselbe Geschichte. Aus allen Ecken und Enden, aus jeder Zeitung, aus jeder Überschrift schreit es dich an. Ich liebe dich. Wenn du das natürlich nur sehr einseitig auslegst und du verkehrt über falsch übersetzt, das ist die Falle. Das ist das Leben. Ein Geschenk. Holofeeling ist das größte Geschenk. Und ich betone jetzt nochmal zum Abschluss, du musst nichts tun. Du musst es nur geschehen lassen. So wie du dich an deiner Geburt als Trockenmaßnahme keinen Einfluss hast, hast du auch keinen Einfluss, wenn ich dich aus dem Körper wieder raushole und in einen anderen Körper und in eine andere Welt reinstecke. Aber das mache ich nicht, bevor du diese Schulklasse, diese Führerscheinprüfungsbogenwelt nicht vollkommen durchschaut hast. Das heißt, du musst dich selbst durchschauen. Du musst den blauen Menschen das Programm, den Intellekt, deinen eigenen Intellekt durchschauen und zuerst einmal erkennen, mein Intellekt ist noch nicht mein Intellekt. Das sind Facetten, Glaubensfacetten von irgendwelchen Menschen, die mir aufgetaucht sind. Und ich effe noch. Das heißt jetzt nicht, dass du nicht einen dieselbe Meinung haben darfst, wie irgendeiner, der in dir auftaucht. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass viele in dir auftaucht, denen ihre Meinung du nicht haben willst. Und bei Holofeeling ist es eben, dass jeder recht hat. Alle Meinungen sind meine Meinung. Alle Glaubenssysteme sind Facetten von mir selber. Auch wenn die sich oberflächlich zu widersprechen scheinen, so wie sich ja Wellenberg und der Wellental widerspricht und hell und dunkel und Krieg und Frieden und gesund und krank widerspricht, sind es trotzdem alles Facetten aus mir, die richtig zusammengesetzt das heilige ganze Ergebnis wir letzten Endes sind. Jetzt lassen wir es gut sein. 2.28 ist eine gute Zeit. Vielen, vielen Dank. Spiel noch eine Runde Leben, sagt der Udo immer. Ja. Bis zu dem Punkt, dass du es zu verstehen beginnst. Danke.